Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil Fan werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Wing-Schleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte, so dass halt richtig knallt. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Wir stolpern einfach so rein in diese Sendung. Herzlich willkommen, Jake Orson, der Rap-Roboter. Wie die Jugendlichen so sagen. Keine SQ-Abkürzung hier. Um die Ecke gekommen. Der Rap-Roboter aus der Zukunft. Ja. Wie geht's hier in der Gegenwart? Aber ich finde es sehr schön, wenn man einfach immer deinen vollen Vor- und Zunamen sagt. Jake Orson, der Rap-Roboter aus der Zukunft. Da fällt mir immer die wahnsinnig lustige Geschichte ein, dass du irgendwann mal auf deinen Ausweis geguckt hast und festgestellt hast, dass du ja anders heißt, als du die ganze Zeit gedacht hast. Genau, ich habe im Laufe der Jahre ist ein S rangekommen. Und ich habe tatsächlich jetzt in meinem aktuellen Ausweis, habe ich meine Größe geschätzt, 1,86, haben die einfach übernommen. Immer wenn ich so irgendwelche Torwarte höre, die so 1,88 oder 1,86 sind, denke ich, krass, die sind genauso groß wie ich. Und bei mir steht Nikola oder Nikolas, so, das ist so typisch griechisch, denen ist alles egal. Wie, du hast immer noch einen griechischen Ausweis? Ja, klar, natürlich. Ach, du hast gar keinen deutschen Ausweis? Ich hatte noch nie einen deutschen, ich habe immer einen griechischen gehabt. Also ich hatte ganz, ganz früher einen jugoslawischen gehabt. Und dann irgendwann mal, als mein Vater gestorben ist, 81, hat meine Mama für uns einen griechischen Ausweis gemacht. Ja, gut, für meinen Bruder. Ist ja auch nicht schlimm, weil du bist ja in der Europäischen Union. Genau, ich bin in der EU. Ich erinnere mich noch ganz früher. Und wählen willst du ja sowieso nicht, wahrscheinlich, oder? Ja, was heißt jetzt wollen? Ich meine, Politik hat mich irgendwie sowieso nie interessiert. Aber wenn ich vielleicht wählen dürfte, würde ich natürlich wählen gehen. Soll ich auch sagen, was ich wählen würde? Hast du Tsipras gewählt? Hast du Ochi-Kampagne mitgemacht? Nee, ich habe auch keine Briefwahl gemacht. So, ich habe, glaube ich, noch nie gewählt. Aber Kommunalwahl durftest du zum Beispiel wählen. Ja, habe ich aber auch nie gemacht. So, ja. Politik war nicht so mein Ding. Würdest du mich als Bürgermeister von Kreuzberg? Dich würde ich auf jeden Fall als Bürgermeister von Kreuzberg wählen. Aber wohnst du überhaupt noch in Kreuzberg? Nee, ich bin jetzt nach Schöneberg gezogen. Ich bin vom Hallischen nach Gneisenau, dann von Gneisenau Paul Linke, also dann Reichenberger, dann Pflüger und jetzt Bülowstraße. Also einmal so quer durchs ganze Ghetto. Und du hast immer die Gentrifizierung mit dir mitgeschleppt, oder? Ja, ich bin immer. Wahrscheinlich in dem Stadtteil, wo es dann kurz danach richtig teuer wurde. Ja, als ich in die Pflügerstraße gezogen bin, ging es gerade so los mit so Mieten hoch und irgendwie alle zwei Tage neuer Bioladen und irgendwelche hippen Cafés und sowas halt so. Aber ich bin sozusagen, seitdem ich in Berlin bin, noch nie von der anderen Seite Richtung Kudamm gefahren, sondern immer aus dem Ghetto. Ich kam nie von Grunewald Richtung. Obwohl wir uns einmal eine Wohnung am Roseneck angeguckt haben. Aber dann dachte ich auch so, nee, ich kann irgendwie nicht vom Roseneck zum Kudamm fahren. Ich muss immer aus dem Ghetto. Aber du ziehst jetzt schon immer so näher an diese Demarkationslinie Kudamm ran und irgendwann mal überschreitest du die. Nee, ich glaube nicht. Gestern hat Flair angerufen, hat gemeint, ja, wohnt jetzt da auch Grunewald und so. Ich weiß, der wohnt ziemlich, ich weiß gar nicht, Kingsley war vor kurzem bei ihm. Entschuldigung, Taktlos war vor kurzem bei ihm. Das habe ich mit Kingsley über Instagram live gegangen. Da meinte ich, ey, Kingsley, alles klar. Und er so, ja, Nikolas. Ja, also er hat mir erzählt, dass er am Grunewald wohnt. Ich glaube, der hat sogar ein Haus oder so. Ich meine, Nico, wir kennen uns so ewig. Wir haben Royal Bunker zusammen aufgebaut. Ja. Eigentlich im Endeffekt gehört dir die Hälfte von Royal Bunker. Ich habe jetzt übrigens die Urkunde. Ach geil, was? Das habe ich dir erzählt, oder? Nee, was heißt das, die Urkunde? Nein, der Name war ja nie geschützt. Ach so, der war nie geschützt. War nie angemeldet und dann gab es ja so zwei so Typen, die so ein Album gemacht haben, irgendwie so aus dem Nichts. Aus dem Nichts heraus. Da gab es so ein bisschen Unstimmigkeiten darüber und dann hat dieser Anwalt, der mich beraten hat, der hat dann gesagt, komm Markus, wir melden die Marke an, ist ja jetzt auch mal Zeit. Und dann hatte es einer von diesen Typen, der mit der Brille, der hatte das angemeldet. Ach wirklich? Ja. Aber ihr wartet schneller oder? Nein, der hatte das angemeldet. Zu dem Zeitpunkt, wo es ein bisschen Unstimmigkeiten gab, hat der mit der Brille, also der größere von beiden, ja, der hat es angemeldet und dann haben wir widersprochen.
Und dann gab es so ein leichtes Hickhack und so weiter. Und ich konnte ja nachweisen, ey, seit 2001, ich habe einen Labelcode, es läuft auf diesen Namen. Die Internetseite läuft alles auf meinen Namen. Und jetzt habe ich da so eine Urkunde, ich weiß gar nicht, wo die liegt, aber so ein Prägestempel mit so einem Bundesadler drauf. Und da steht dann irgendwie Deutsches Markenpatentamt. Royal Bunker gehört, Markus Steiger. Und was sagt Jimmy aus dem Royal Bunker dazu? Das ist die große Frage. Der kommt jetzt auch nochmal nach dem Interview. wahrscheinlich kommt er dann irgendwann mal an und ich muss seine alten Mietschulden übernehmen. Du sagst, die 40 Mark damals zu wenig, jeden Sonntag. Nee. Wahrscheinlich kommt auch noch der alte Hausbesitzer von der Mittenwalder Straße 42 vorbei und sagt, ach, Sie waren doch da mit in der Haftung. Aber weißt du noch, als der Vermieter von dem Royal Bunker dann bei mir angerufen hat. Die Story kenne ich gar nicht. Achso, die kennst du auch nicht. Mittenwalder 44, glaube ich. Okay, genau, aber neben 43. Ja. Genau. Und der, und was? Weil Club 43 war ja immer dieser Puff, der dann auch in den Royal Bunker gezogen ist. Und wir hatten eine Pause gemacht und dann habe ich die Telefonnummer von mir dran geschrieben und habe gesagt, also wenn ihr zur Freestyle-Veranstaltung kommen wollt oder so und so weiter, ruft mich an oder sonst irgendwas. Und irgendwann mal ruft ein wahnsinnig erboster Typ an, so Berliner, und kann sie jetzt endlich mal zahlen, sonst schmeißt sie raus. Krass. Ich so, ey, wer sind sie? Und dann kam raus, dass Jimmy die Miete halt nicht bezahlt hat und das war der Vermieter. Krass. Und dann hat er mir aber angeboten, die Kneipe zu mieten. Das hast du dann nicht gemacht? Nee. Weißt du, was es damals gekostet hat? Wahrscheinlich nicht so richtig viel. Das wäre jetzt auf jeden Fall eine Goldgrube wahrscheinlich. Ja. Ich kenne Leute, die haben eine Kneipe benommen, also Mitte der 90er Jahre. Damals war das auch nichts wert, in der Schlesischen Straße gemacht. Was eigentlich der Royal Bunker in der Falkensteinstraße, was hat denn das damals an Miete gekostet? Weißt du das noch? 600 Mark. Das ist auch nichts, ey. Sind da noch die KZ-Jungs drinne? Ja. Ja? Kann man das sagen? Weiß ich nicht. Ich war gestern drin. Ja. Und die zahlen immer noch 600 Mark oder was? Es war irgendwie ähnlich, war so ein bisschen so unter und, also wie heißt es, Superterre oder? Souterra. Und dann so ein bisschen verschnörkelt. Hey, gut, es war ja immer alles das Gleiche. Irgendwie so, ey, du hast so einen Kellerraum gehabt und da hat man dann halt seine Sachen gemacht. Damals war das noch möglich, als Deutsche Wohnen noch nicht diese Stadt regiert hat. Und es wird bald wieder möglich sein, wenn Deutsche Wohnen vertrieben ist aus dieser Stadt. Habt ihr schon unterschrieben? Ich hab schon. Siehst du, ich brauche dafür keinen deutschen Pass. Hab ich gemacht. Das stimmt. Weil ich glaube, als EU-Ausländer darf man mit abstimmen, aber alle anderen, die hier wohnen und nicht deutsche Staatsbürger sind, die dürfen nicht mit abstimmen. Ich weiß, als Griechenland noch nicht in der EU war oder als EU so als Gesamt es noch nicht gab, habe ich damals eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen für 5 Jahre, nur befristet, weil ich noch keinen Job hatte. Und in diesen 5 Jahren ist tatsächlich das dann so hinfällig gewesen, weil es dann die EU gab. So. Ich war ja damals nach der Schule, so habe ich so ein bisschen gesagt, okay, was soll ich jetzt machen? Ich mache jetzt einfach gar nichts. Dann hier so mein Ausweis abgelaufen, okay, 5 Jahre, kümmere dich mal um Gott. Aber das ist total krass, weil du sprichst ja gar nicht so richtig Griechisch. Oder? Nee, ich bin ja hier geboren und meine Mama hat immer auf Griechisch geredet und wir haben immer auf Deutsch geantwortet. Also es war ein Kuddelmuddel bei uns zu Hause und ich hatte auch nie so griechische Freunde. Es gibt ja viele Leute, die sind dann in die Griechenschule und dann sind die irgendwie in der griechischen Gemeinde und bei uns war halt eben alles so querbeet von Afrikanern, Jugos, Türken, Arabern, alles durcheinander so. Du bist richtig am Hallischen Tor aufgewachsen, ne? Schiss Tor, Ghetto. H-Town. South Central, los Hallisches. H-Town, wie man so sagt. Einmal meinte auch ein Taxifahrer, warum H-Town? Wegen Heroin, da meinte ein anderer Kumpel von mir, ja, unter anderem. Ja, Hallisches Tor, Antenne. Wie hat sich das verändert? Ich weiß nicht, ich war tatsächlich vor kurzem da, ich habe ja schräg gegenüber vom Tommy-Haus gewohnt und es ist halt eben generell irgendwie, da hat sich glaube ich wenig verändert. In dem Haus, in dem ich gewohnt habe, ist ja so ein Wohnblock, da haben die zwar von außen die Fassade so schön gemacht und so, man erkennt es kaum wieder, aber der Hof ist genauso Schrott wie damals, innen drinnen sieht es genauso aus. Ist kaum Leben. Da wohnen zwar viele, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie Kinder draußen sind, auf dem Hof sich viel abspielt oder so. Wenn du weiter runterfährst, da war ja früher die Mauer da am Ende der Wilhelmstraße. Was ist denn da? U-Club oder nee, wie hieß der Club? E-Werk war früher dort. Und als wir da gewohnt haben, das war tot und als die Mauer auf war, hast du da wirklich wie Autobahn, so alles mögliche. Und Autos sind da vorbeigefahren, die haben da Ampeln aufgestellt.
Ja, es hat sich wie überall in Berlin viel entfiel. Erzähl mal, was ihr mit den Leuten gemacht habt, die vor dem E-Werk in der Schlange standen. Also ich war da nicht mit bei, das waren halt wie meine Kumpels. Die wurden bedroht, solange bis die ihre PIN und ihre Karte rausgegeben haben und dann wurde das Geld abgehoben vom Automaten. Fast Anfang der 90er, so zum Mauerfall. So, ey, das sind Ossis, das sind Opfer, so, da gehen wir mal jetzt hin. Das ging ja dann auch irgendwann mal schief, die wurden auch alle dann festgenommen. Was ist dann passiert? Die Ossis? Nee, die Kumpels von mir. Also, der Haupttäter, der war 4,5 Jahre im Knast und ein paar andere Kumpels von mir waren dann auch so ein halbes Jahr, 1,5 Jahre. Und wie halt eben so ist, wenn man aus dem Knast kommt, das verändert halt eben einen krass, der ist so um 100 Jahre gealtert hat und hat sich dann mit Mitte 20 irgendwie so eine fast 50-Jährige, und wir waren ja damals Kinder und 50 war damals wie 100 oder so, so eine Olle aus dem Solarium geschnappt und der war dann mit der so zusammen, mein Kumpel. Über welche Jahre war das? Hat der 9/11 miterlebt? Das ist viel, viel früher, das war so 92, 93, 94, 95 so. Und der wollte sich ja dann umbringen auch, so hat dann so ganz viele Tabletten genommen und am Ende ist der irgendwie im Rollstuhl dann noch gelandet. So. Also richtig, richtig tragisch eigentlich. So. Der war aus einem ganz normalen Elternhaus, der hat am Anhalter Bahnhof gewohnt. Ich weiß gar nicht mal, was sein Vater gemacht hat, aber der hatte damals schon so Cash gehabt. So. Aber dann ist wirklich richtig so, Ehe ist zerbrochen aufgrund, weil er im Knast war, die Eltern haben sich getrennt. Ich glaube, die Mutter hatte dann auch irgendwann mal irgendjemand anders und so, ist so richtig so filmreif gewesen. Also wirklich richtig so Knast, Eltern vorbei, er raus, planlos, irgendeine dann 50. Lieber ein paar neue Bioläden, oder? Dann lieber ein paar neue Bioläden, ja. So halt, also wirklich richtig schlimm. Und ich meine, wir waren alle ja irgendwie so kleinkriminell und haben auch irgendwie auch viel Scheiße gebaut, aber so richtig so, dass es uns jetzt so dreckig ging oder so, war es eigentlich nicht. Es war eigentlich mehr oder weniger aus Langeweile. Aber wenn ich mir die Situation heute am Halleschen Tor so angucke, das ist ja nach wie vor so. Das ist ja immer noch so. Also die Leute, ich bin ab und zu mal in der Antenne und ich kenne die Sozialarbeiterinnen dort und so, die erzählen mir genau die gleichen Geschichten, allerdings noch viel hoffnungsloser eigentlich als das von damals. Ja, also weil die wirklich so keine Chance sehen. Also ich... Hallisches Tor, also als ich klein war, als ich 6 oder 7 war, da waren ja schon die Brüder von meinen Kumpels, die haben ja da schon so ihren Umfug getrieben. Es gab zum Beispiel so, das haben die damals so abgesperrt, da hast du so gehört, wie die U-Bahn so langfahren, sowas wie so ein Gulli. Und die haben sich halt eben da irgendwie breit gemacht, die sind dann zu Penny gegangen, haben den Einkaufswagen voll gemacht und sind einfach vorne wieder raus. Man konnte die gar nicht ansprechen, so weil es einfach so 10 wilde Männer waren, so zwischen 15 und 25. Die sind im Prinzenstraße, am Kanal sind die baden gegangen und dann sind die Prinzenbad gegangen, um sich zu duschen. Also die haben im Kanal geschwommen so und... Die Bademeister haben einfach irgendwie nur so geguckt. So. Das haben war, die auch im Kanal gejagt? Da gab es auch einen, der frisch, krass, dass sich noch daran erinnert. Da war so, ich weiß nicht, ob es ein Cousin oder ein Onkel war, der kam halt eben frisch aus Libanon und hat dann am Halleschen Tor einen Schwan im Wasser gesehen und ist dann gleich mit Messer im Mund da reingesprungen, hat den sozusagen jagen wollen. Das waren wirklich wilde Zeiten. Und die haben mit Katschis Tauben gejagt und haben den Einkaufswagen umgedreht und haben dann gegrillt. Okay. Wirklich Mitte der 80er. Das ist jetzt kein Spaß. Direkt an dem Tommy-Weisberger-Haus, das sieht da jetzt alles ganz anders aus. Das SPD-Gebäude gab es ja damals auch noch gar nicht. Das war einfach alles so Brachland und die haben sich halt eben Strom genommen vom Tommy-Haus. Das war ja eh so besetzt. Und dann haben die halt eben mit Paletten, mit Bauwagen, da haben die sich da irgendwie so eine eigene Stadt gebaut. So. Der eine hat da gebumst unter der Ecke, der eine hat dann da irgendwie Party gemacht, die haben dann gekifft so. Und wir als 6- bis 10-Jährige sind da einfach irgendwie da mittendrin so gewesen. Ja. Da gibt es auch die Story, habe ich auch erzählt, dass der eine... ins Gebüsch geschissen hat und dann haben die Anwohner die Feuerwehr gerufen, weil es gestunken hat. Dann mussten die mit der Schippe kommen und das erstmal wegmachen. Weil die gedacht haben, da ist eine Kanalisation gerissen. Das war so, das ist so wirklich Mitte der 80er, so, weißt du? Mann, die waren so wild damals. Die sind du weißt, dass ich diese Geschichte, glaube ich, in meinem Roman verwendet habe. Die waren einfach so wild, so. Das waren für uns so unsere Helden. So. Die waren einfach irgendwie so krass. Der eine, die hatten teilweise so, ich weiß auch nicht mal, die waren einfach irgendwie so lustig. Wenn wir zum Beispiel im Prinzenbad waren, wir waren ja, keine Ahnung, 8 und unsere Eltern haben uns halt eben irgendwie so Essen mitgegeben und so, arabisches Brot und diesen komischen Plastikkäse, weißt du, den man so abzieht mit dieser Folie und so.
Und dann haben wir so gesagt, ey, und so könnt ihr kurz auf unsere Sachen aufpassen, wir wollen so ins Wasser, so, weißt du, so. Und dann kamen wir wieder und hast du so gesehen, so, man hat nur so Silberpapier fliegen sehen, die haben uns voll ausgeraubt, so, weißt du. Wir waren halt eben die Kinder, die Jüngeren, so, ah, die Eltern haben eingepackt, wir essen jetzt einfach von denen. Die waren einfach so wild, das war irgendwie eine geile Zeit. Irgendwie, hey, die haben uns ausgeraubt, das war irgendwie eine geile Zeit. Also, wenn du dann älter bist, dann hast du es auch mit den Jüngeren gemacht, so, weißt du, aber damals, so als Achtjähriger, was willst du machen, so. Und ich war jetzt tatsächlich, wie gesagt, das wollte ich eigentlich sagen, ich war jetzt vor kurzem wieder am Hallischen Tor und da gibt es einen so einen Typen, den nennen die so Engel. Der hat auch so einen 80er, so einen Straßennamen. Und der steht wirklich immer noch da und ist total betrunken und säuft den ganzen Tag so. Und das seit Mitte der 80er. Und der kann auch keinen Satz sagen, ohne sozusagen. Der hat mal so, und dann sozusagen, ja, weißt du, also, da habe ich ihn angerufen, sozusagen, die ganzen Briefe sind ja bei ihm sozusagen und so, die ganze Zeit nur so geredet. Wirklich richtig krass. Dass er überhaupt noch reden kann, ist so ein Wunder. Ja, wir sind halt eben wirklich so. Also, was der Körper alles aushält, ja? Ist irre. Ich meine, da gab's auch, wenn du so vom Tommy-Weißbecker-Hauspark Richtung Hallisches Tor läufst, dann ist auf dem Platz, ich weiß gar nicht, ob es da auch mittlerweile noch, da gab es früher auf jeden Fall einen Markt, da gab es so 3 oder 4 verschiedene Banken. Und als die Mauer fiel und es Begrüßungsgeld gab, da war der Hallisches Tor voll nur mit Schlangen, die alle auf ihr Geld gewartet haben. Und ich war 12 und habe das gar nicht so richtig mitbekommen, dass die Mauer gefallen ist, so, weißt du? Obwohl wir direkt am Checkpoint Charlie da gewohnt haben. Und ich weiß noch dann, dass da Freunde von mir, die dann so 14 oder 15 waren, die haben dann an der Mauer Geld gewechselt, so sagen wir mal jetzt so 10 D-Mark gegen 100 Ostmark oder so. Und als 13-, 14-Jähriger waren ja 100 Ostmark, das war richtig viel so. Und da sind wir teilweise mit Taxi dann so in den Osten rumgefahren. Dann sind wir in irgendwelche Restaurants essen gegangen, wo die unsere Fußballjacke so abgenommen haben und so aufgehangen haben, so, weißt du. Und dann haben wir voll den Dicken gemacht, so mit dem Zehnfachen von dem, was wir eigentlich hatten. So. Wie hast du die Kurve gekriegt eigentlich? Tatsächlich wirklich ein bisschen mit Musik. Ich meine, ich war jetzt auch nicht mega schlimm oder sowas. Ich war schon so halb kleinkriminell. Ich erinnere mich an eine Aktion. Ey, es gab, also pass auf, da bleibt mir immer noch im Gedächtnis, irgendwann mal warst du mit Savasch sogar vor Gericht. Genau, weil wir beim Sprühen erwischt worden sind. Wir haben eigentlich gar nicht mehr gesprüht, also ich eher nie so wirklich. Und wir sind mehr oder weniger so mit Zufall an Dosen gekommen, weil ein Kumpel von mir, der, wie heißt das, der so Dealen abschleift, was, wie heißt die Bezeichnung, ich weiß gar nicht. Dealer? Nee, nicht Dealer, ist egal. Der hatte auf jeden Fall irgendwie so einen Job reinbekommen und der brauchte sein Werkzeug wieder. Dann haben wir das Werkzeug ihm wieder zurückgegeben und der hat uns dann gesagt, ey, ja, wir hatten noch Dosen zu Hause, ob wir die haben wollen. Und wir sind mit so einer großen Sporttasche, weil da das Werkzeug drin war, schon so vom Prinzenstraße Richtung Zossnerstraße oder so gelaufen. Und da haben uns schon die Zivilpolizisten im Auge gehabt, weil die dachten, okay, so 3 so Typen mit so einer Sporttasche, die machen da bestimmt irgendwas. Und dann kamen wir raus aus der Zossner ohne die Tasche, hatten aber die Dosen, aber die haben uns trotzdem verfolgt. Dann haben wir angefangen zu taggen und dann irgendwann haben die uns erwischt. Und dann waren wir vor Gericht. Was hast du getaggt? Nico, ich habe Nico und Savasch hat, glaube ich, Champ oder irgendein Quatsch, so Champ, glaube ich. Und dann waren wir vor Gericht, Savasch hatte noch ein Hemd an, so nach dem Motto so solide so. Und ich war so ein bisschen so hier, so, weißt du, ich will jetzt nicht sagen, ich kannte es jetzt schon, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, so, weißt du. Und dann wird ja so vorgelesen, was man so auf dem Kerbholz hat. Und bei Savasch war es, glaube ich, so ein Satz und bei mir waren es halt wie so 12, 15 so Delikte. Immer irgendwas mit so Diebstahl, gefährlicher Diebstahl, dann Diebstahl mit Raub. Dann wiederholt der Diebstahl irgendwie so ein Scheiße, weißt du? Und man merkt so richtig, wie so die Laune bei Savas so nach dem Motto, Scheiße, Todeszelle, so, weißt du? So. Wir waren ja so eigentlich Kinder, so, hey? Aber er hat irgendwie sowas gesagt, ey, so wie so Dicker, so, was ist los mit dir, so, weißt du? So. Du hast mir das gar nicht gesagt, so, weißt du? So. Ich hatte das nur so im Kopf, dass du damals gesagt hast, du bist ja ein richtiger Dieb. Hat er ja, so kann sein, dass er sowas gesagt hat, ja. Das stimmt, kann sein, ja. Ich meine, jetzt im Nachhinein ist natürlich lustig. Ich war jetzt auch nicht so cool, dass ich war natürlich auch angespannt so. Ich kannte so ein bisschen die Situation, auch vor dem Richter zu sein. Ich weiß noch, dass ich einmal so eine Schwarzfahrparade hingelegt habe, dass ich innerhalb von 2-3 Monaten wirklich so 6-mal beim Schwarzfahren erwischt worden bin. Und dann habe ich einen Termin bekommen für ein Gericht, so. Ich muss halt eben mich da erklären. Und dann dachte ich mir, jetzt, Mann, soll ich mir einen Fahrschein holen auf dem Weg zum Gericht? Ist doch voll bescheuert, dass ich dann auf dem Weg nochmal erwischt worden werde, so, weißt? Dann dachte ich mir, ach, scheiß drauf, ich hole mir keinen Fahrschein. Und dann wurde ich tatsächlich erwischt auf dem Weg zum Gericht. Und dann fragt mich der Richter so, weißt du? Und wann wurden Sie zum letzten Mal erwischt? Und ich so, mal, wenn ich jetzt sage, vor einer Stunde so, dann fickt er mich. So, weißt du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube so vor letzten Monat oder so. Aber es war so typisch so halt. Und dann gab es damals von Gangway Günther, die hatten halt eben tatsächlich wirklich Gangway so, ein,
So was wie Sozialarbeit, so ein, mobile Sozialarbeit, genau, oder sowas. Da ist ja so ein ehemaliger Streetworker, Günther, der halt eben viel so Graffiti-Aufträge für Leute so ans Land geholt hat. Und dann gab es irgendwie so ein bisschen so ein Prozentteil von der Summe, die man bekommen hat, für, in so einen Topf, falls mal jemand beim Sprühen erwischt wird, so dass man damit daraus was zahlen kann. Und ich und Savas haben halt eben eine Geldstrafe bekommen. Wir haben halt den Topf komplett ausgeschöpft. So, gib mal Günther, lass mal zahlen. So. Da mussten wir in weder Strafarbeit noch aus eigener Tasche was zahlen. Und was witzig war, das war auf jeden Fall witzig, Savas ist ja zu der Zeit umgezogen und die haben ja bei jedem eine Hausdurchsuchung gemacht, weil die dachten, okay, die haben bestimmt auch Trains oder irgendwas, war ja so ein bisschen üblich. Und ich habe in der WG gewohnt. Und ich habe ja eigentlich nie gesprüht, aber meine zwei anderen WG-Boys haben mal eben gesprüht. Und die durften aber nicht in die Zimmer, sondern nur bei mir. Und bei mir gab es nicht. Und Savas war voll klug. Er hat die Adresse angegeben, wo er gerade raus ist aus der Wohnung, so, weißt du? Und du weißt doch, wenn man so umzieht, dann lässt man dann irgendwas liegen, so eine Couch. Oder man sieht da noch so, da hing mal so ein Poster, so, weißt du? Wenn man die Schublade aufmacht, ist da eine Gabel drin. Und die kommen so rein, so, die wollen so, die gucken so, wo sollen wir jetzt hier was aufmachen? Hier ist ja gar nichts, so, weißt du? Und dann sagen die so, du wohnst hier, und Savas so, ja, und wo pennst du? Und Savas, na hier, zeigt sie auf diese Couch, so, weißt du? Und die so, was sind das für Behinderte, so, weißt du? Und dann sind die so wieder gegangen. Und ich so, was wirklich, Savas? Du bist ja der Krasseste, so, weißt du? Richtig lustig. Das war uns auch eine gute Lehre. Von Gangway Günther. Und das war der letzte Termin, den du hattest, seitdem Kurve. Ja, also gekommen. Wirklich, ich meine, wie gesagt, war halb eben so halb kleinkriminell. Es gab eine Aktion, die ist auf jeden Fall super gewesen. Ich war einer der wenigen in meiner Gegend, der noch keinen Videorekorder damals hatte. Und dann irgendwann mal gab es bei uns am Anhalter Bahnhof Rudis Resterampe. Und dann haben wir so beschlossen, okay, wir brechen da ein, so, wir holen uns die Videorekorder daraus. Die haben damals vielleicht 250 Mark oder so gekostet. Und da war ich mit zwei Typen, zwei Kumpels von mir, und dann haben wir irgendwann mal abends die Scheibe eingeschlagen und sind dann rein und haben Videorekorder rausgeholt. Ich hatte eben einen, mein anderer Kumpel hatte zwei und mein anderer Kumpel hatte drei Videorekorder. Also er hatte sozusagen genauso viel wie wir beide zusammen. Und dann haben wir die Dinger erstmal gebunkert und dachten wir so, ey, das geht nicht so. Wir müssen auch nochmal rein. Dann sind wir nochmal reingegangen und haben... Ja, jeder auch noch, ihr müsst nochmal rein. Und dann nach dem Motto, er kann jetzt nicht genauso viel Videorekorder haben wie wir beide zusammen. So, wir müssen mindestens mehr rausholen. Er ist dann halt eben irgendwie nach Hause schon und ich mein anderer Kumpel... sind dann rein zu Rudis Resterampe und haben dann, glaube ich, nochmal jeder zwei Videorekorder geholt. Und ich hatte ja noch nie einen Videorekorder und auf einmal hatte ich bei mir in meinem Keller sieben oder sowas, weißt du? Und dann habe ich einen Videorekorder meinem Kumpel geschenkt, nagelneu einverpackt. Und sein Vater sagt zu ihm, und wo hast du den Videorekorder her? Und er so, ja, Nico hat mir geschenkt, so, weißt du? Und ich so, du Idiot, so, warum sagst du, dass ich dir geschenkt habe? Dann bin ich irgendwann bei ihm so zu Hause und dann sagt der Vater zu mir so, komm mal her. Und ich so, scheiße. Und dann denkst du, ich krieg jetzt so Einlauf und er so, kennst du diese Blaupunkt-Autoradio, kannst du mir eine besorgen? Und ich so, ja, ich kann mal gucken, so, weißt du, richtig krass lustig, so, da weißt du, so Ausländer sind mir scheißegal, so. Und dann gesagt, kannst du mir die Blaupunkt-Autoradio, da mach ich, ja, ich kann mal gucken, so. Und hast du? Nee, natürlich nicht so. Ja, wie gesagt, es war eher aus Langeweile, nicht, dass wir jetzt irgendwie so das, ich sag jetzt mal vorsichtig, nötig hatten, so. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, es lag dann tatsächlich auch dann so, dann habe ich einen anderen Freundeskreis kennengelernt, habe eben auch so Savas und auch die Funkfüchse und dann habe ich halt eben irgendwie viel so angefangen, so Musik zu machen. Dann war ich auch viel mit Savas am Wochenende unterwegs. Dann habe ich auch nicht mehr am Hallischen Tor gewohnt, weil meine Mama ist ja abgehauen die ist ja dann wieder zurück nach Athen. Ich bin dann mit zwei anderen Kumpels in eine WG in die Gneisenaustraße gezogen und die haben halt eben viel so gesprüht und ich war halt eben irgendwie viel so unterwegs als Musiker damals, auch so mit Royal Bunker und mit Savas da am Wochenende und so. Das hat, ich will jetzt nicht sagen, es hat mich gerettet, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, so, aber es hat mich da irgendwie so rausgeholt aus der Hallisches Tor Hasselzeit. Und einen Job. Und genau, ich hatte da auch irgendwann mal einen Job beim Royal Bunker. Ich weiß nur, das war immer um 12 oder so, musste ich so antanzen, so 12 bis irgendwann so. Und dann, das war für mich so früh, ich dachte 12 Uhr, scheiße, so, es ist richtig behindert. Und dann meinte auch irgendwann mal einer so, ey, ich habe letztes Mal deinen Freund gesehen, so zu meiner Ex-Freundin, so, der sah richtig krass aus, der hat bestimmt die ganze Nacht gekifft, so, weißt du. Und ich kiffe ja überhaupt nicht so, aber ich war einfach immer so müde, obwohl es so eigentlich überhaupt nicht spät war, so, früh war, es war einfach für mich so 12 Uhr, um an arbeiten. Aber ja, ich hatte einen Job, BBJ, weißt du noch BBJ? Ich weiß, das war so eine geförderte Arbeitsstelle. Vom Arbeitsamt. Royal Bunker hat dich ins Arbeitsleben reingepresst. Genau. Das ist so, dass das erste Jahr das Arbeitsamt bezahlt und das zweite Halbjahr. Das heißt, du arbeitest eineinhalb Jahre, um, also sozusagen ohne, dass der Betrieb dich... Naja,
das war so eine Art Ausbildungsförderung. Das ging immer weiter runter und am Schluss musste man selber bezahlen. So. Mit so Kursen, Exkursen. Und als ich dann selber bezahlen musste, war Royal Bunker pleite. Also, echt, ja? Keine Ahnung. Aber da kam doch immer so meine Auszubildende oder wie die hieß, die hat mit der immer irgendwelche Gespräche geführt. Es war immer viel Papierkram, aber es ging eigentlich. Aber das gibt es ja nicht mehr. Das ist eigentlich ganz cool, weil du konntest dir was suchen, worauf du Bock hast und wenn im Endeffekt sagen, okay, das ist cool, so dann zahlen die 1,5 Jahre aus deren Tasche. War ein gutes Programm auf jeden Fall. BBJ, also das hat dich auf jeden Fall rausgeholt. Ja, so ein bisschen. Ich weiß noch, dass ich mit Fuhr mich auch krass gestritten habe deshalb. Weil er hatte auch sowas dann sich so unter den Nagel gerissen, aber man darf nur einen BBJ-Lab pro Betrieb einstellen. Das kann sein, ja. Und dann haben wir uns in die Haare bekommen deshalb. Und wenn ich jetzt Fuhr ab und zu schreibe, dann schreibe ich immer so BBJ-Style. Dann weißt du immer Bescheid. Gut, so. Wollen wir mal ein bisschen Musik spielen? Nach 40 Minuten schon, ja, wenn du willst. Von mir aus, klar, gern. Schon ist wahrscheinlich sarkastisch gemeint. Ja, ach, es ist halt alles ein bisschen anders. Ist doch voll okay. Ey, die guten alten Tage gibt's noch nicht als Single? Doch, den gibt's schon. Das ist meine erste Single, 19. Februar, glaube ich. Ach, natürlich, dann spielen wir das doch. Vollgespickt mit guten alten Bildern. Stimmt, ich hab's ja auch schon mal auf der Playlist mal gespielt, gehabt. Ja. Und an dieser Stelle auch nochmal eine Empfehlung. Es gibt eine Videoreihe von dir, die heißt auch Die guten alten Tage. Jack Orson, / Die guten alten Tage. Und das ist eine Serie, unter anderem sind dabei Fu Manchu, Justus, Savage, King, Taktlos und der gute Markus Steiger als letztes. Diesen Sonntag. Was haben wir denn? Was haben wir übermorgen? 27 oder 28? Das ist immer so, dass zwei ältere Herren auf einer Couch sitzen. Also Konzept ist, zwei ältere Herren sitzen auf der Couch und reden über die Vergangenheit. Die Themen der Woche. Du warst auch Teil dieser Berliner Hip-Hop-Szene so ein bisschen. Also so, es gibt so Stories, wo du mit nach Westdeutschland gefahren bist, wo die alle dann auf diese Jams gegangen sind. Das war so 91, 92. Ich habe ja tatsächlich, als ich eigentlich in der Grundschule war, habe ich eigentlich fast nur Fußball gespielt in meiner Freizeit. Und dann erst in der Oberschule fing es dann an, so dass ich hatte dann einen Freundeskreis, der kam aus 36er Kreuzberg und ich hatte einen Freundeskreis, der kam tatsächlich aus Neukölln, so 44, so NHS-Boys. Und mit denen sind wir mal auf irgendeine Jam gefahren, nach Braunschweig, glaube ich. Es gab ja früher, zu dieser Zeit hatte ja jeder Bezirk so ein bisschen so seine Jugendbanden so. Aber wenn alle Berliner dann in Westdeutschland waren, dann waren es halt eben irgendwie alle, die waren halt eben alle down. Und die haben halt eben teilweise einfach wahllos Leute abgezogen. Die haben teilweise Scheiben eingeschmissen, haben dann gesagt, okay, hier ist Eintritt nur 10 Mark, so, weißt du, kommt mal von hier rein. Und die haben halt eben da nur Unfug gemacht. Haben den Hintereingang extra Eingang kontrolliert. Gemacht. Und das hat sich dann irgendwann mal rumgesprochen, weil die Berliner, die sind da halt eben auf eine Hip-Hop-Jam gefahren, bewaffnet, als wären die im Krieg oder so, mit Baseballschlägern, mit Messern. Und ich meine, warum so? Aber damals als 14-, 15-Jähriger hast du es jetzt nicht kritisiert, du bist einfach da mitgefahren und du warst froh, dass du jemanden kannte, der sozusagen, okay, der gehört zu uns, lass mal, der soll seine Mütze behalten, so ist es so nach dem Motto. Aber das war einfach wild, so, die haben gesprüht, die JFK-Jungs, KRZ haben die früher gesprüht. Das waren alles fast nur Deutsche so, aber es waren richtig krasse Kreuzberger Bomber so, die haben auch krasse Pieces gemacht damals. Die haben einfach auch sind mitgefahren, haben alles zerstört da, überall Wände angesprüht. Und dann irgendwann mal haben die dann tatsächlich Berliner als Security genommen für diese Veranstaltungen. Dass sie dann sozusagen, die haben dann ihren Job, die passen auf, dass da nichts passiert und kriegen dann das Geld so. So funktioniert so Schutzgeld. Funktioniert, ja, so ist wirklich ein bisschen so gewesen so halt. Und das war auf jeden Fall dieser Ruf, der den Berlinern dann vorausgeheilt ist. Auf die waren einfach lange gut. Jahre. Wie gesagt, das ging schon in den 80ern los. Aber es war auch auf jeder Jam, gab es ja Schlägerei auch hier in Berlin und so. Klar. Deswegen gab es ja auch nicht so viele Hip-Hop-Clubs so. Nee. Wie hieß das eine? Das wollte ja keiner. Also es wollte ja. U-Club gab es, glaube ich, damals, da Köpenicker Straße. Ja, aber wir hatten ja dann Mitte der 90er Jahre, als wir dann geguckt haben, wo wir Clubs finden, wo wir Freestyle-Veranstaltungen machen können. Die meisten wollten ja überhaupt keine Hip-Hop-Partys veranstalten. Also ja, kein immer, Bock auf Action. Ja, weil ja immer alles kaputt geschmiert war und weil es halt immer Stress gab. Mann. Naja, es war auch nicht schön. Das waren die schlechten alten Tage. Das waren leider nicht die guten alten Tage. So, was passiert denn jetzt aktuell in der Rap-Szene? Du meinst in dieser Woche? Diese Woche war echt eine schwache Woche, ehrlich gesagt. Es ist wenig passiert. Animus hatte irgendwie so eine Psychose, dass er
nochmal über diesen Studioangriff reden wollte. Ey, ich muss aber sagen, ich habe mir das ja angehört, ja? Und wenn man jetzt irgendwie diese ganze Historie von Animus nicht kennen würde, würde man ja sagen, ey, ist ein absolut vernünftiger Talk. Also so, Jungs, kriegt die Kurve, das lohnt sich nicht, ihr erzählt hier irgendwelche Geschichten im Internet, ihr schneidet da irgendwelche... Das ist ja auch so ein aufgedrängtes Narrativ. Also ich habe, erinnerst du dich an den Stempelsong? Ja. Der ist ja von einem Album, was er innerhalb von einem Monat geschrieben hat, wo der erste Song heißt irgendwie so 29.04.2019 Tokio und der letzte heißt so 29.05.2019 Berlin. So, und dazwischen die Songs hat er irgendwie alles in einem Monat geschrieben und da das Intro geht dann auch so los auf, ja, Dings, alle haben sich abgewendet nach diesem Studioüberfall und auf einmal in Tokio Nachricht von Bushido bei Facebook und er sagt bla bla bla. Komm mal ruhig vorbei nach Berlin, aber einzige Bedingung, mach dich von der Straße los und so. Und das ist ja jetzt, was er jetzt irgendwie so ein bisschen auch als seine Agenda angesehen hat, irgendwie das Narrativ durchzudrücken, ey, Straße, das ist irgendwie ein gewählter Lifestyle und hört mal auf mit diesem Lifestyle und so, das ist nicht cool und deswegen... Ich hab die Kurve gekriegt. Also ein bisschen, keine Ahnung. Hier, also ein Jack Austin, der Rap-Roboter aus der Zukunft, hat sich auch abgewendet von der Straße. Naja, man sagt ja so, man kann den Gorilla aus dem Dschungel holen, aber man kriegt den Dschungel nicht aus dem Gorilla raus. Ja, was heißt jetzt abgewendet? Also wenn da jetzt was rumliegt, wenn da so eine Tür offen steht und so. Ich weiß nicht, ich war letztes Mal... Und da so ein Videorekorder drin steht oder zwei oder drei. Oder DVD vielleicht. DVD, geil. Ich weiß nicht, war ich... Blaupunkt dran, weißt du? So Blu-ray. Ich war tatsächlich irgendwann mal vor kurzem bei Ikea an dieser Kasse, wo man so selbst scannen kann. Dann habe ich halb eben auch irgendwie Ma so gesagt, man, ich mach das jetzt mal. Lass mal ein, zwei Dinger verschwinden. Und irgendwann vor Jahren habe ich auch mal so ein Interview von Zlatan Ibrahimovic gelesen, wo der auch sagt, wenn er mit seinen Kumpel zu Ikea geht, machen die es einfach auch nur um irgendwie auf Spaß. Da lassen sich auch irgendwelche Sachen mitgehen. Aber ich meine, keine Ahnung. Ich war jetzt auch nie so, dass ich jetzt sage, so ich bin so Gangster, dass ich da irgendwie nicht mehr raus kann oder so. Das sind einfach so Jugendsünden, wie man so sagt. Weißt du, Nico, das Krasse ist einfach, wenn wir uns immer so unterhalten haben und ich weiß, mit was für Leuten du abgehangen hast und welche Leute du kennst, das bringt immer eine wahnsinnig humorvolle Komponente damit rein, weil das halt ganz viel auch so ist, okay, man hängt auch mit den Leuten ab, es ist auch viel Lustiges passiert oder es passiert in diesem Schrecklichen auch ganz viel Lustiges. Und da habe ich manchmal den Eindruck, so wenn man diese ganzen Rap-Geschichten jetzt so hört, mit diesem gegenseitig beleidigen und dann wirklich alles ernst nehmen und dann gibt der wieder ein Instagram-Statement und dann antwortet der wieder so, da geht dieser ganze Humor, dieses Straßentalk-Humor, der geht da komplett weg. Und da frage ich mich, vielleicht sind die halt gar nicht so sehr Straße? Also dazu kann ich jetzt nichts sagen. Ich verfolge das jetzt nicht so im Internet oder was jetzt da mit Animus oder so passiert ist. Das, was ich jetzt sage und so, das ist halt eben mir wirklich passiert so. Also ich bin jetzt kein Obergangster oder so. Ich kenne Leute, die sind auf jeden Fall auch krass so. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Monaten habe ich mich mit einem Kumpel getroffen und wir saßen Adelbert Ecke Oranienstraße und der hat wirklich zu jedem, der vorbeigekommen ist, gesagt, ja, guck mal, den hier, der hat mal vor 2 Jahren in so einem Club einfach so jemanden in den Knie geschossen. Und siehst du den da hinten, der hat dies und das gemacht. So wirklich, der hat zu jedem gesagt. Und dann kamen dann so 2 Leute in so einem dicken Auto so. Und dann dachtest du so, okay, das sind bestimmt die krassesten. Und dann sagt er, siehst du die 2? Die machen für jeden hier die Steuererklärung. Also auf eine Art. Das ist einfach lustig so, weißt du so. Und natürlich, es ist natürlich irgendwie... gut, so Leute zu kennen, so, weißt du, so, aber da jetzt in diesen Kreisen zu sein und auch viel mit denen zusammen zu sein, das ist, ich habe einen Kumpel zum Beispiel, der hat, ich glaube, so 25 oder 30 Typikos, Wettbüros. Und der war einer der ersten in Norddeutschland oder generell in Deutschland, der sowas aufgemacht hat. Und der kommt auch aus so einer kurdischen Großfamilie, so, mit dem kann man nicht ficken, so. Und der hatte dann auch Araber bei sich so drinne gehabt, die wollten Schutzgeld haben. Und dann hat er so am Anfang so ein bisschen so getan, als würde er nicht so wissen, was Sache ist. Und dann meinte er so, wem gehört dieser Laden hier? Und dann meinte mein Kumpel,
Ja, also da war ein Zettel draußen, da stand zu vermieten, dann habe ich da angerufen und dann habe ich mich mit der Frau getroffen und bla bla. Du denkst, du bist witzig, was denkst du, wer du bist überhaupt und so. Und da meinte, du hast dich doch nicht vorgestellt, ich heiße so und so und so. Und dann sagt der Typ so nach Motto so durch die Blume, er will Schutzgeld haben. Und er sagt so, willst du irgendwie wetten oder irgendwas so, weißt du? Und der so, nein, ich komme jetzt und so und so und so. Und da meinte mein Kumpel so, ah, du willst Schutzgeld, okay, pass auf, komm mal bitte in einer halben Stunde wieder. Und dann sag mir auch nochmal, dass du, okay, so, weißt du so? Und dann ruft er halt eben seine Cousins an, dann chillen da irgendwie 10 Kohlen so drin, dann kommt er so rein, oh, Bruder, ich wusste nicht so, weißt du? Und dann sagt er, du bist nicht mein Bruder. Ich bin Kurde, du bist Araber, du bist Moslem, ich bin so und so. Und jetzt sag noch einmal, dass du Schutzgeld haben willst und so, bla, 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 so, weißt du? Und ich meine, das ist ein Grundschulkumpel von mir so, aber wenn ich tatsächlich so täglich mit dem abhängen würde und da in diesen Kreisen, da, das würde so viel Scheiße erleben. Der erzählt mir letztes Mal, irgendwas ist passiert vor irgendeinem Club, so, weißt du? Die haben ihn rausgeschmissen, der hat Schläge bekommen und dann ruft er seine Jungs so an und sagt so, okay, wir müssen jetzt dahin, wir müssen Action machen. Und dann sagt mein Kumpel so, ey, lass die nicht mitnehmen, so, weil der ist so auf 180, der macht bestimmt Sachen, die sind so unüberlegt, so, weißt du? Und dann meinte er so, dann haben wir ihn doch mitgenommen und dann sind wir vorbeigefahren, dann hat er einfach so geschossen, so in die Menschenmenge so hinein, so. Und dann meinte ich so zu ihm so, und er erzählt mir, das ist schon auch bestimmt ein paar Jahre her, dann sage ich so zu ihm, meinst du mit so scharfer Munition? Der guckt mich so an. Ja, denkst du mit Wasserpistole? Und für mich ist es so, weißt du, so, wo ich denke, so, krass, die schießen da einfach wirklich wahllos in die Menge so rein. So. Und ich kenne den, das ist ein, mit dem bin ich in der Grundschule gewesen. Das ist halt eben, wie gesagt, der war früher ein krasser Typ. So, hat der Gerrit vor 2 Wochen auch her erzählt, dass er halt einfach auch Leute kennt, irgendwie die bis 6 Uhr morgens oder bis 7 Uhr morgens jeden Morgen wach sind, weil sie halt immer denken, um 6 kommt die Polizei. Ja. Und sie müssen auf jeden Fall diesen Zeitpunkt überschreiten. Und so, die halt auch absolute Psychosen haben, weil sie halt nicht mehr zur Ruhe kommen. Ich habe auch einen Kumpel, wenn ich mit dem so ein bisschen mich so unterhalte, ja, und so nach dem Motto, wirklich, der dealt noch? Und so, dann macht er so, bist du bescheuert? So, dann zeigt er auf seinem Telefon, als würde jemand so im Gebüsch so sitzen so und uns abhören, so, weißt du? Die sind halt eben, die können nicht so ruhig schlafen, so. Und ich kenne so ein paar Leute halt. Aber das sind die Leute, die dann wirklich auch nicht die Kurve gekriegt haben. Ja, die also. Sind halt die verkaufen immer noch Kokain, keine Ahnung, Geldwäsche, haben ihre Läden. Mann, kennst du jemanden in Kreuzberg, der die Polizei schmiert und so? Die schmieren die Polizei. Wie kann jemand sonst so über Jahre dies und das machen? Und ich sag wirklich, der und der? Wirklich, Mann, der hat ja noch nicht mal ein Smartphone. Oder was? Er hat kein Smartphone. Er hat ein Telefon. Er bezahlt jeden Monat 700 Euro, dass das sauber bleibt, so, weißt du? Und ich so, das sind so Summen, so, du denkst dir so, wirklich, was? So, der so, weißt du? Und dann denke ich mir, okay, so mir das einmal einen Abend so reinzuziehen, ist okay, so, weißt du, aber ich würde sagen, ich gehe lieber nach Hause und setze mich vor die Playstation, so, weißt du. Aber ja, ich meine, es ist auch krass, so die Eltern zum Beispiel, die sagen auch nichts. Die sagen so, ey, okay, die bringen uns Geld nach Hause, wir haben ein Haus in der Türkei, so, ich lasse jetzt meine Söhne machen, so. In manchen Familien wäre das undenkbar, so. Naja, was sollen Eltern auch machen? Was hätte deine Mutter machen sollen? Hat die das gewusst? Nee, sie hat jetzt nicht gewusst. Also ich aber meine, was hätte sie machen können? Also du sagst ja selber, Mama hat erzählt. Klar. Ich habe gemacht, was ich wollte. Ich bin auch ohne Vater aufgewachsen, so, weißt du? Und keine Ahnung, wenn meine Mama mich einkaufen... Selbst wenn du einen Vater gehabt hättest und der hätte dich irgendwie was... Ja, natürlich, es ist so. Ich sag immer ganz oft so, dass Kinder oft so werden, wie die Eltern so, glaube ich, sind. Mein Bruder ist zum Beispiel, der hat eher so studiert und war eher so ein bisschen so auf dem so einem piesigen Film und ich will jetzt nicht sagen, ich war jetzt mega kriminell, aber ich war eher schon so der Rowdy, so, weißt du, so. Aber mein Bruder ist komplettes Gegenteil von mir. So. Schreibt Gedichte. Der schreibt Gedichte, schreibt Bücher so, weißt du so. Der hört komplett andere Musik so. Und der ist auch aus derselben Gegend wie ich. Wir haben denselben Freundeskreis so. Aber siehste? Das ist so. Nee, also ich meine, der Einfluss ist halt wirklich auch sehr, sehr begrenzt. Klar. Also so der eine Bruder wird so, die andere so. Schwester so. Es ist halt eben, also. Es ist halt eben auch wirklich Freundeskreis. Es ist so wie sehr... Zum Beispiel, ich hab ja solche nie gekifft und noch nie Alkohol getrunken, aber alle meine Kumpels in der Jugend, die haben gekifft, gesoffen, Drogen genommen, alles. Und ich hatte darauf nie Bock. Und nicht, weil meine Mama gesagt hat, wehe oder was, sondern ich habe einfach selber gesagt, keinen Bock. Ich fand es immer lustig zu sehen, wie die dann drauf sind, nachdem die irgendwie betrunken oder so sind. So. Animus hatte auf jeden Fall auch keinen Bock mehr. Aber was ich sehr lustig fand, dass in der letzten Woche wieder das Schimpfwort Kackvogel sehr oft gedroppt wurde. Wer hat das rausgeholt? Auch der Bushido mal, gegen Manuel? Gegen Manuel. Was ist da vorgefallen? Erklärt mal ein bisschen. Man auf. Weiß es nicht. Das ist der alte Feind. Vor so anderthalb Jahren sind die irgendwie, hat
Animus so Ansagen gemacht, hat, als er irgendwie in NRW war, hat gesagt, ey, ich bin hier im Studio und Dings, komm wie ein Mann. Und wenn und Animus ist ein Buddy von Bushido, oder? Mittlerweile, ja. Okay. Ach so, damals nicht, okay. Nee, damals war der, glaube ich, halbwegs allein unterwegs und hat... Animus? Ja, oder? Animus war ja mit Manuelsen zusammen, ganz lange. Ja, das, aber dann danach, also, ach nee, da war der bei Azad, glaube ich. Ja. Ich glaube, zu der Zeit war er bei Azad. Wie auch immer, irgendwie ist dann jedenfalls Manu mit so zwei, drei Biker-Homies dahin und dann haben die irgendwie so gefilmt, wie die den geopfert haben. So erstmal echt, ja? Raus und so Dings, dann hat er irgendwie krass telefoniert. Ja, und dann hat er da kassiert und die haben das gefilmt, wie er irgendwie zusammengeschlagen, dann so bewusstlos im Sessel lag. Und da. Ja, und dann hat Animus jetzt aber ein Statement hochgeladen und gesagt, ey, ich habe damals vor Gericht gesagt, ich habe die Bullen gerufen. Ich habe gar nicht die Bullen gerufen. Ich wollte mich nur vor Gericht nicht belasten, dass ich irgendwie... ja, irgendwelche Großfamilienleute anrufe und bla bla bla. Und eigentlich, Manuelsen hat mich gar nicht geschlagen, alle anderen haben mich geschlagen und Manuelsen hat nur mit einem Messer, als ich schon bewusstlos war, wird er noch mit einem Messer in meinen Kopf rein, bla bla bla. Und wollte in dem Statement klarstellen, Gewalt, das ist voll schlimm und was hätte er machen sollen, er hat sich gerade gemacht und Manuelsen, du hast mich gar nicht geschlagen, deine Freunde haben mich geschlagen. Und du hast dich eh peinlich gemacht und das Video ist so geschnitten gewesen, dass man das nicht sieht, wer mich schlägt und bla. Und ja. Aber Animus hat sozusagen am Anfang eine Ansage gemacht, die sollen kommen. Ja, ja. Ach so, es okay. Gab so ein Video mit, okay. Ich hau mir auf die Brust und hier, ich stehe und wie ein Mann und kommt vorbei. Bisschen wie, erinnert mich so ein bisschen an den Azad mit Sido-Beef. Das ist aber war, Jahre her. Ja, ich weiß, aber ich meine, wie gesagt, ich verfolge das jetzt nicht so. Aber da hat doch auch Sido irgendwas gegen Azad gesagt und dann kam Azad auf zum Splash. Genau, und dann hat Sido auch irgendwie sowas gesagt wie, du hast wie ein Mädchen mich geschlagen und nein, so irgendwie sowas. Nein, das war Alpa. Ach so, ja, okay. Der hat dann dieses Video-Statement gemacht. Naja. Mann, ja. Ja, da also, ist viel los. Habt ihr den Trailer gesehen von dem Spectre-Video für Alex Hash? Nein. Ich habe nur gehört, dass es der nächste Blockbuster werden soll. Alter, das ist also der Trailer sieht wirklich aus wie von einem super krass produzierten Kinofilm. Und wirklich krass. Auch so diese ganzen VFX-Effekte und sowas. Also das sieht aus wie so Hollywood, aber auch guter Hollywood-Scheiß, so Transformers-Level irgendwie. Auch also so die Szenen, die man da sieht, sind wirklich so halt straight up richtige UFOs, die aussehen wie in Wirklichkeit über Frankfurt oder Darmstadt oder was der Geier, irgendwo da unten halt. Und am Ende sieht man so Alex Hesch im Auto sitzen, wie er so auf dem Handy guckt und sagt, ha, Bruder, du hast zersägt. Und auf einmal geht sein Gesicht so auf und da drin ist so ein Alien-Kopf in seinem Kopf drin. Sieht alles super verrückt und echt aus. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Video, was jetzt, also der Song ist rausgekommen schon heute und ich habe ihn gehört und das klingt jetzt nicht so cinematisch, klingt nicht so nach aber ich dachte, das großem Ding, aber das Video soll jetzt irgendwie auch die nächsten dachte, Tage kommen. Ich dachte, es sei gestern Abend schon veröffentlicht worden. Also haben Chelo und Abdi nicht irgendwie gesagt, 20.15 Uhr? Das kann, ich habe keine Ahnung. Es kann auf jeden Fall sein, dass es jetzt irgendwie am Sonntag kommt oder so. Oder dass es heute kommt, 20.15 Uhr, und ich es noch nicht gesehen habe. Ich wüsste nicht, welches Video in Deutschland jemals das so krass war. Das hat wirklich, hat mich ich meine, sprachlos gemacht. Kampfchats über Schöneberg. Ja, gut. Also, Agro-Ansage Nummer 5, das war damals zwei, auch, ey, oder? Schwarz-Weiß. Zwei. Ah, ja. Also okay, aber Schwarz-Weiß-Video. Also. Nachdem sie zwei Wochen vorher das Jack Orson-Video abgelehnt haben. Das ist immer noch ziemlich. Was auch in Schwarz-Weiß gewesen. Ich hatte schon mal ein eigenes Video gehabt, ich weiß gar nicht mehr. Also, ich muss sagen, das kann man dir nicht nachsagen, dass du irgendwie besonders verbittert wirkst und so denkst, oh, wie damals haben wir doch eigentlich und dann haben sie die statt uns oder so. Das ist gar nicht in dir drin, oder? Ach, du hast da voll in Frieden mit. Also, ich sage jetzt mal vorsichtig, ich habe mich jetzt nicht so für die deutsche Rap-Szene so interessiert. Mehr oder weniger viele von uns bei MOR haben das mehr oder weniger so... Aus Gruppenzwang. Nicht eher so wirklich so auch Spaß gemacht, dass es dann, ich sage jetzt mal so durch die Decke ging. Damit hat ja auch keiner gerechnet, aber wir waren jetzt nicht so verbissen oder verbittert oder so engagiert wie jetzt ein Savage, der das unbedingt machen wollte oder so. Deswegen, es ist ja bis heute noch so, ich interessiere mich eigentlich gar nicht so für Deutschrap. Hör mir kaum Sachen an, das ist doch Zeta immer ausgerastet. Wie kann er im Bunker arbeiten und die Tapes verkaufen, wenn er nicht weiß, was die Leute da sagen? Ja, ist doch. Ich meine, bei Ali, das ist auch nicht anders so. Da gucke ich mir einen Schuh an, als ich da angefangen habe, dann dachte ich, okay, Hammer. Und jetzt mittlerweile, ach, scheißegal. Kollabo mit Disney, mit irgendwas, mit Peter, Hans und Günther, mir scheißegal. Einfach runter. Das oh, wer ein Kollabo mit Disney hat, bald ist Mortel.
Mortell hat gepostet, er hat eine Anfrage bekommen von Disney Plus für eine Serie, in der er, also so für einen authentischen Gangsterfilm, wo er mitspielen soll, wo er angefragt wurde für als eine Kommissar. Große Rolle. Ich weiß es nicht, als was? Das ist ja noch nicht mal gedreht. An dieser Stelle möchte ich übrigens mal... Frage. Aber jedenfalls Glückwunsch, weil das ist ja also das ist ja der Ritterschlag. Er hat ja auch tatsächlich gesagt, dass er sich so mehr auf Schauspiel konzentrieren will, dass ihn so Filme schon immer interessiert haben und bla. Und das ist doch mal ein guter Schritt in diese Richtung. Hat einer von euch Disney Plus? Ja, sicher. Ja, hast du wirklich? Also ein Freund von mir hat das für mich, als ich eine Tochter bekommen habe, das so für uns mit abgeschlossen. Gesagt, okay, da kannst du es auch benutzen. Das ist das Einzige, was ich glaube ich noch nicht gemacht habe. Ich würde es vielleicht machen wegen Simpsons, aber ich bin nicht kein großer Star Wars Fan und sowas. Diese ganzen Marvel-Star Wars Sachen habe ich mir auch nicht reingezogen, aber jetzt mit Kind ist halt Bombe, diese ganzen alten Disney- geil. Oder so Disney-Pixar-Sachen und so, das ist schon geil. Und die haben mittlerweile auch so ganz, also so gefühlt auch so Sachen, die eigentlich so ab 16 oder 18 sind. Also aber findet ihr es nicht komisch, dass Disney genau dann gelauncht hat, als Corona losging? Ach ja, denk mal wirklich? Nach. Denk mal drüber nach. Ja. Ah. Nein, Spaß. Aber ja, ich glaube, die wenigsten haben, glaube ich, Disney, die meisten immer. Nee, aber ist natürlich nicht schlecht. Also für so einen Online-Streaming-Dienst gehen wir an den Start und dann sind alle zu Hause und gucken Online-Streaming-Dienst. Der Aktivkurs, ich habe tatsächlich letztens, habe ich wirklich so ein Flugzeug gesehen, was hinten so diesen Schweif oder wie das heißt, so raus. So Werbebanner? Ja, nicht Banner, sondern wirklich so mit diesem, wie es sah aus, wie so eine Wolke. Da stand irgendwas auf Disney Plus gucken oder so. Über Schöneberg. Ich schwöre dir, mein Freund hat es abfotografiert. Du weißt doch, wenn so ein Flugzeug fährt, dann ist doch hinten immer ein so ein Kondensstreifen. Ja, Kondensstreifen. Wie? Und das hat Buchstaben gemacht? Ja, ich schwöre dir. Da stand Disney Plus. Also haben die einen so Chemtrails Stuntflieger engagiert, damit er das immer reinsteigt. Der ist jetzt nicht, der hat jetzt keine krassen Loopings oder so gemacht, aber der ist halt eben im Himmel gewesen und dieser Kondensstreifen hat das ist irgendwas. Ja geil, wenn man diese Kondensstreifen kaufen könnte. Das so von geil. Linienmaschinen. So Leute beleidigen so in der Gegend. Ey, ich habe jetzt eher an Liebesgrüße gedacht, so für deine Geliebte. Und er so, Leute beleidigen krass, in der Gegend. Alle in Kreuzberg jetzt mal gegen Himmel gucken. Das ist mir die 5.000 Euro wert auf jeden Fall. Alle. So, habt ihr mitgekriegt, dass 0,9 von SSIO Gold gegangen ist und was er dann gemacht hat? Er hat sich auf eine Kreuzung in Bonn gestellt und ein bisschen geflext. Mit nacktem Oberkörper und seiner goldenen Platte direkt auf so eine Kreuzung vor all diesen Autofahrern. Ja, dafür macht man das doch. Das geht man auch Gold. Das war wirklich ein bisschen lustig. Was ich noch sagen muss zu Disney Plus, also ich kann wirklich empfehlen, weil ich habe mich mittlerweile, glaube ich, auf 8 Geräten eingeloggt und der fragt nie irgendwie, ja, sag mal, ist das hier irgendwie, jetzt werden sie hier ausgeloggt oder so. Ich glaube, man kann das an seine komplette Nachbarschaft weitergeben und alle. Geil. Mit einem Account. Mit einem man Account könnte das vielleicht unter Umständen. Aus Joke. Also, als Experiment. Nicht machen. Oder er weiß halt, dass alle Geräte dir gehören. Und das wäre gespenstisch wiederum. Hey, apropos, was während Corona auch noch passiert ist. Drogentote. Anstieg um 13% in Deutschland. Natürlich. Totgekifft. Nee. Tatsächlich Opiate. Todesursache Nummer 1. Nach wie vor Opiate. Ja, Kokain. Aber sind auch Leute an Kokain gestorben. Aber der Drogenkonsum ist wohl rapide nach oben gegangen. Wahnsinn. Obwohl ich gehört habe, dass am Anfang der Corona-Zeit weniger Rauschgift im Umlauf war, weil irgendwie die Vertriebswege nicht mehr so richtig gut funktionieren. Das ist auch krass, es gibt ja gar kein Nachtleben mehr. Warum sind so viele Leute auf Koks gestorben? Das ist ja verrückt. Keine Ahnung, die ballern zu Hause. Langweilig. Ja. Disney Plus nur auf Koks. Du musst mal. Drei Staffeln durchgebinged gerade. Du musst mal deine Kumpels fragen von der Adalbertstraße, wie das gerade läuft. Okay, mit diesen Lieferdiensten. Frag mal die zwei Jungs, hey, und alle, die dann gibt es eine, dann gibt es eine Nachricht von dieser Woche aus dem Rap-Universum. Mr. Rap muss seine Videos offline nehmen. Und wirklich? Und zwar, warum? Der hat diese Fototapete im Hintergrund. Nein, und wir haben ihn gestrikt. Und dann gibt es jetzt anscheinend Leute, die gesagt haben, ey, du hast die Fotorechte nicht. Das muss ja einer von sagen. Was sind da für Bilder zu sehen? Was ist das? Ganz viele. Du musst dir vorstellen, der hat. Ach, ich habe das gesehen. Der hat von allen Rappern aus Deutschland hat er so Schwarz-Weiß-Ausdrucke gemacht. Mit so großen Köpfen und immer so was. So ausgeschnitten und hat die hinter sich auf diese Tapete geklebt. Und da muss jetzt irgendein Fotograf oder ein Rapper gekommen sein und gesagt haben: Du hast die Fotorechte nicht. Das ist ja krass. Und dann muss er alle
Videos, in denen dieses Foto zu sehen. Aber nämlich wie peinlich alle. Ist denn das? Ey, aber muss er die Trauer ist das? Das ist ja wirklich behindert. Aber muss er das? Ich habe die ganze Zeit immer geguckt, ob er mein Gesicht auch da hat, aber er hat es nicht. Die ganze Zeit geguckt, wer ist denn schlecht weggekommen, dass er da was gegen diesen Kanal hat? Lass doch den Bruder sein. Ja, aber YouTube-Geld. Ey, ganz ernsthaft, wie kommt man denn auf die Idee und sagt, ah, das ist doch mein Foto. Jetzt lasse ich das nochmal so 50 Folgen laufen und dann kann ich richtig ab. Richtig mies. Ey, das ist richtig dreckig. Also ich hätte ihn fast verklagt, weil mein Foto nicht drin war und ich mich beleidigt gefühlt habe. Oder Jack Austin, du auch, oder hast du auch geguckt? Ich will auf jeden Fall 50 Folgen nur mit meinem Foto haben oder ohne anderen Rapper. Nico, wann kommt denn dein Album eigentlich raus? Mein Album kommt am 16. April, Rap-Roboter, Jack Austin, direkt aus dem All. Und? Ja, also... Oh. Und? Gute Folgefrage, Steiger. Gute Folgefrage. Und, wie zufrieden bist du? Es hat lange gedauert, ey. Ich habe dir ja mal die ersten paar Sachen auch vorgespielt, auch meine Videos und so. Ja, was heißt, wie es läuft? Ich meine, es ist natürlich immer so alles relativ. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich zurück bin. Und wenn man halt eben für die Sachen, die ich released habe, sich die Kommentare durchliest, dann freuen sich die Leute auch. Es ist irgendwie spannend, weil die Art und Weise, wie wir ja früher Musik released haben, war ja ganz anders als heute. Heute kriegst du ja eben wirklich so mit, wie jetzt Klicks so steigen, was die Leute halt eben live sagen oder wenn du dich da irgendwie bei Instagram mit ein paar Leuten unterhältst, da kriegst du halt eben das mit. Das ist irgendwie ganz cool so. Und ja, also ich habe 300 Boxen gemacht. Da hoffe ich, dass die alle weggehen. Und am 2. April kommt meine nächste Single. Die Denk an mich featuring Miss Platinum, also Karfreitag. Aber das Video ist doch schon vor Ewigkeiten gedreht. Ich weiß, das ist auf jeden Fall schon... Starring wer, sag mal? Starring Kida Ramadan, mein Homie, der gesagt hat mit vollem Mund, ich muss nach Hause Fasten brechen. Du kannst dich doch nicht so jetzt auflaufen lassen. Nein, Kida, ich liebe dich auf jeden Fall, aber es war ein harter Dreh. So ist er eigentlich der gute Kida. Ich schwöre dir, ich kann nicht, ich muss gehen, ich habe Schmerzen. Ich habe doch gesagt, ich muss nach Hause Fasten brechen. Dann meinte ich, ey Kida, du hast gerade bei der Pizza abgebissen und dein Mund ist voll und du sagst mir, du musst nach Hause fasten. Ja, die wissen auch nicht so. Mein Lieblingsmensch, wie man so sagt. Starring. Und so. Jasna Fritzi Bauer natürlich nicht vergessen. Es gibt ja fast kein Video, wo nicht Jasna mitspielt bei mir. Der auch viel Taktus-Regie geführt. Genau, das ist so eigentlich sein erstes Video, was er gemacht hat, das ist eigentlich Regiedebüt. Taktlos. Aber jetzt kann man sagen, du bist zurück und Skepta will gehen. Skepta, der... Der Skepta. Ich war kurz im Kopf bei Skepta, aber Skepta. Nee, der Skepta. Okay, warum? Keine Ahnung, er hat gesagt, er hat letztes Jahr einen Song aufgenommen, der ist auch schon released und jetzt hat er noch einen in petto und dann schreibt er, and then I'm out. Witzig. Boah. Ich finde Skepta ist einer der wenigen, weil ich bei jedem Part das Gefühl habe, dass das läuft so aus ihm raus, weil er einfach... Der kann gar nicht anders, oder? Ja, voll. Sehr verrückt. Aber vielleicht will er Schauspieler werden oder sonst irgendwas. Ja. Hey, keine Ahnung. Also, weißt du, manche Leute machen... Aktienbroker. Warum? Den kann man nebenher immer noch rappen. Das ist natürlich... Mit dieser Aktienbroker-App auf dem Handy, dann kannst du doch immer noch rappen. Kennst du diese YouTube-Werbung von dieser Mit-40erin, die so aus dem Kopfsteinpflaster steht und sagt, ja, ich würde die Trade Republic-App all meinen Freunden empfehlen, weil da verliert man echt so die Hemmung zu investieren. Hat mich überzeugt. Die wird mir leider nicht vorgespielt. Ich weiß gar nicht, was wird mir denn aktuell... Ach, ich kriege immer noch Baulichtbrüder-Werbung. Also, bis ich sie abbestellt habe. Die habe ich tatsächlich irgendwann mal blockiert, weil mich das so genervt hat. Stell dir vor, du bist 30 Jahre alt, extrem erfolgreich und trägst eine Uhr. Die kenne ich, das sind die Baulichtbrüder, die vom Kollege. Ja. Ist ja mega. Ja. Ich gar nicht, die kriegst du auch immer? Also, habe ich schon ab und zu bekommen. Ich glaube, diese Rap- und Investment-Tipps, dann kriegst du Baulichtbrüder. Und dann gibt's noch diese andere. Zahlst du auch zu viele Steuern? Hast du eine Excel-Tabelle? Wir haben dir was vorgerechnet. Ich so, schnell weg, bitte. Verschont mich. Die geilsten Werbung sind aber die anfangen mit, ich weiß, halt, du bist super genervt von der Werbung und das ist okay. Und dann bin ich so, ja, ciao, und noch, bitte. Verschwinde. So, wir spielen noch ein bisschen Musik. Und zwar? Baby Joy und Cass on the Beat. Viele Leute gucken. Wollte ich eigentlich letzte Woche spielen, habe ich nicht gespielt, weil du dann schon Baby Joy gespielt hast. Die mag ich mega und ich fand das super schön geschrieben. Und Cass on the Beat auch mit sehr wilden Funktionen in letzter Zeit. Gut. Ey, wir haben nicht so viel Zeit, deshalb setze ich da noch Dreya Mack
mit drauf, auch neu aus London. Der Titel heißt Time, ist in der Color Session aufgenommen worden. Ah, cool. Ist großartig, müsst ihr euch angucken. Tolle Performance, tolles Video. Also Video natürlich wie immer, einfach nur dieses Mic und dann vor diesem. Aber ist ein gutes Konzept, Color. Ich mag diese Color Session. Ist auf jeden Fall ein geiles Konzept und Dreya Mac auf jeden Fall auch jemand, den man im Auge behalten sollte, ganz neu aus London. Zitate, ich rate, Zitate, Zitate, ich rate, Zitate, Zitate, ich rate, Zitate. Also ich habe 3 Zitate vorbereitet, Steiger. Boah, ich habe unglaublich viel, weil Kalle Krass mir nämlich auch noch Zitate stimmt, ein zugeschickt, das habe ich auch, ich habe 4 sogar. Und deshalb, also ich kann das ewig machen, also wir können die nächsten 40 dann Minuten fangen wir an. Okay, Zitate raten. Aber sind die so den Gast abgestimmt oder einfach random? Leider nicht auf den Gast, ein bisschen auf den Gast abgestimmt, weil den kennst du, den nächsten, also, ja. Bestimmt so nach dem Motto, du bist ja voll der Dieb, Savasch. Das wär's. Nee, aber das ist der Typ mit der Brille, um den geht's. Sido gehört zu meinen Lieblingsrappern, eine Legende, würde mich über einen Song mit ihm sehr freuen, hat das gesagt Sinan G., Kai Motherfucking Pflaume, Savasch im Jahr 2015, oder Andreas Gabalier, aka das menschliche Hakenkreuz. Kennt ihr Andreas Gabalier? Ist Cover. Der Geiger, ist das dieser Geiger-Typ? Nee, nein, das ist so ein Schlager, Schweizer. Aber der hat mal Österreicher. Und der spielt immer zur Harmonika, aber der hatte mal so ein Cover, wo er sich so hingestellt hat. Wie ein Hakenkreuz. Also, wo man wirklich sehen wirklich, konnte. Ja. Also, wo das ist eine weirde Verrenkung gewesen auf jeden Fall. Genau. Also er hat so, weißt du, seine Arme so angewinkelt. So. Ihm werden auch immer wieder rechtsoffene Tendenzen unterstellt und deshalb wurde das dann auch so in ihn rein interpretiert. Aber hey, wer hat's gesagt? Kann ich ganz nur was anderes sagen? Kennst du diesen Nazi-Wald? Da gibt's doch auch irgendwie so ein Foto im Internet, dass sie bestimmte Bäume, die sozusagen zu einer bestimmten Zeit einfach andersfarbig sind, so positionieren, dass es einen Hakenkreuzer gibt. Google das mal. Aber in Amerika, oder? Nee, in Berlin, in Deutschland irgendwo. Wirklich? So Nazi-Wald irgendwie so. Okay, google ich. Nazi-Wald, also ich meine, Nazi-Umtriebe gibt es auf jeden Fall genug. Habt ihr das übrigens gehört von der KSK, also von dieser Sondereinheit? Die hatten ja Munition verschwinden lassen. Ja. Und dann, also KSK, diese Kommando-Spezialkräfte, und die haben Munition verschwinden lassen. Und die tauchte dann teilweise bei Rechtsradikalen wieder auf. Das heißt also, es gibt Rechtsradikale und Nazis, die sich halt irgendwie bewaffnen in diesem Land. Und dann hat der Kommandeur eine Tonne vor der Kaserne aufgestellt und hat gesagt, hier könnt ihr die Munition, die ihr verschwinden habt, lassen auch wieder reinwerfen, ohne dass ihr strafrechtliche Konsequenzen irgendwie befürchten müsst. So anonyme Rückgabe ist jetzt möglich. Und der eine dann bestimmt so hier, oder? Resozialisierungsprogramm, auf jeden Fall. Ja, ich habe den Nazi-Wald habe ich gefunden. Fake? Einmal 1933, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, aber warum werden manche Bäume gelb und manche Bäume bleiben grün? Ahnung, das ist aber sieht ein bisschen nachgefärbt aus, ehrlich gesagt. Aber nee, es könnte ja sein, dass das eine Fichte ist und irgendwas. Genau, dass das tatsächlich da, das eine sind halt irgendwie Tannen oder Nadelbäume und das sind halt Laubbäume. Das ist auf jeden Fall Lost Places, vergessene Orte, der Hakenkreuzwald. Oh das Gott, ist richtig Hakenkreuzwald. Kreuzwald, genau, nicht Nazi, weil da das ist weird. Irre. Asteroide, das ist da in der Nähe, wahrscheinlich, wo du auf Klassenfahrt warst und wo ihr dann Kirchturmfotos gezeigt habt. Und so. Das war ein Rinteln, glaube ich. Willst du das ausführen oder ist egal? Hat jemand seinen Schwanz abfotografiert und hat dann aber gefragt, wissen Sie, wo hier diese Kirche ist? Diese zeigen Sie mal. Hey, komm. Ey, ihr wart richtig schlimm. Nein, Mann, ihr wart cool, richtig Mann. Schlimm. Ihr wart cool, Mann. Wenn ihr auf Klassenfahrt wart, das war wirklich schlimm. Da muss ich auch immer an diesen Song von KZ denken. Wenn die Klassenfahrt performen, denke ich immer an dich und deine Klasse, wie ihr da nach Rinteln fahren, Schwänze fotografieren. Kennen Sie diesen Kirchturm? Und jedes Mal, wenn ich an Rinteln vorbeifahre, auf dieser A2, weil man dann... Das ist Hannover deiner Nähe, wa? Ja. Denke ich an diese Geschichte. Das waren die guten alten Tage. Okay, jetzt sag noch mal die Antworten. Okay, also Sido gehört zu meinen Lieblingsrappern, eine Legende. Sinan G, Kai Motherfucking Pflaume. Du weißt, Kai Pflaume ist auch dick im Hip-Hop-Geschäft drin.
Andreas Gabalier, aka das menschliche Hakenkreuz. Ich glaube Sinanji, auch wenn es das unspektakulärste ist irgendwie. Ich glaube auch. Ich weiß, ich sage einfach mal Kai Flaume. Aber warum, inwiefern ist er im Hip-Hop-Game drin? Der macht immer so Instagram-Stories und so weiter. Wie hat er sich genannt? Die Ehrenpflaume. Die Ehrenpflaume. Er wanzt sich so an Influencer ran, einfach generell. Kai Ehrenpflaume, Pflaume. Aber warum nicht, dann sage ich auch Sinanji. Warum soll das Kai Pflaume sagen? Der rappt ja gar nicht. Mann, ihr seid so langweilig. Es ist Sinanji. Geil. Ja. Okay. So ein bisschen so Kaschnes, so Rap-Ding halt so. Young Hoon, auf die Frage, um was geht's in dem Video? Yin Kalle, auf die Frage, worum geht's in seinem Rap? Und K1 im Mediamarkt Ravensburg, auf die Fanfrage, um was es geht. Ich sag Yin Kalle. Ich habe das Young Hoon-Interview gesehen. Das war Young Hoon mit diesen Kindern im Interview bei Late Night Berlin. Richtig. Ja, ist wirklich. Richtig. Es gibt, es gibt so eine Interviewreihe Kinderfragen Rapper. Ja. Und so zwei 7-Jährige, 8-Jährige. Ja. Die zeigen auch immer Videos, gucken zusammen mit dem Rapper sein Video an und sagen. Die legt so, halt auch eine DVD in den DVD-Rekorder ein und sagt, ja, habe ich gebrannt. Und sagen so, ey, was rauchst du da? Was ist das da? Was, ach krass, die werden ja. Sind das Drogen? Und alle so. Kinder kriegen wahrscheinlich so ein bisschen schon vor. Ja, die werden schon. Ja, und dann so, wie schmecken Drogen? Schmecken die gut? Und dann so, was ziehst du da so? Ziehst du ein Pferd? Und dann sagt er. Ja, kann man fast so sagen. In der Art. So ein Pferd ziehen. Das ist ein gutes Konzept. Gut. Okay, jetzt kommt was wirklich Spezielles. Du willst mich, obwohl du mich noch nie in live sahst. Du killst mich und ich like deinen Beitrag. Oh, dein Verkippe, mein Weinglas, dein Arsch, 1A. Samra im Insta-Flirt mit einer Sängerin. Sorry. Telefonnachricht von Bones an einen weiblichen Fan, K1, auf seiner neuen Single. Achso, gibt es nur zwei zur Auswahl? Es ist, es ist Samra mit, wie hieß sie? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, da schwebt irgendwie im Raum, ob er die signed oder nicht oder was. Auf jeden Fall. Aber er unterhält sich in der nur mit Reimform. In Reimform. Ja, aber dann auch so, aber er. Das ist die 2021-Version von Minnegesang. Aber er formuliert die Sachen nicht so richtig zu Ende aus. Es sind auch ganz viele Schreibfehler drin und so weiter. Also ich habe es ja jetzt so quasi auch noch aufgefüllt. Obwohl du mich noch in live sahst, du killst mich und ich like deinen Beitrag, deine Verkippe, mein Weinglas, dein Arsch 1A. Also so, es ist auch so durcheinander. Ist ja auch egal, aber es reimt sich doch, Weinglas auf 1A reimt sich doch ein bisschen. Kann man doch erstmal nichts sagen. Der Typ, der Junge, kann rappen. Muss man ihm lassen. Ich würde jetzt auch nur raten. Ich sag mal, was war die zweite? Nee, er hat es schon richtig. Du wusstest, hast du auch tatsächlich gesehen. Ich hab's gesehen, ja. Scheiße, ich muss vorbereiteter hierher kommen. Du musst dich einfach mal ein bisschen mit Deutschrap Nein, muss ich nicht. Ich muss einfach nur Deutschrap machen und nicht hören. Ey, du warst auch immer so ein krasser West Coast LA-Fan. Ja, wir eigentlich, wir alle. Ich habe tatsächlich auch vor kurzem mit Rifleman gefacetimed. Nein. Der wurde ja angeschossen. Wirklich? Ja, warum? In den Hals hinein. Ich meinte so, what's happened? Da meinte er, some random youngsters. So nach dem Motto, wer war das? Und da meinte some Aber lebt der immer noch in der Hood? Ich glaube schon. Also der macht ja auch immer noch Musik. Der klingt halt eben irgendwie anders aufgrund seiner Verletzung. Der kriegt auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel Luft, damit er da irgendwie so Double-Time-Action machen kann. Ich war mit Taktlos und Savage bei so einem Project Bloat, 26. wie heißt es, Anniversary oder so. Und dann waren wir in so einem Zoom-Call. Und Rifleman war auch drinne und dann haben wir so gechattet während des Calls und dann haben wir gesagt, lass mal danach telefonieren. Wer war da noch alles dabei? Absolute Root, Micah 9, wirklich? Rifleman und dann, ich weiß nicht, so irgendwelche anderen, ich glaube, der Besitzer von Project Bloat, dann, keine Ahnung, die anderen kann ich alle nicht. Und Kingston war der Einzige, der immer den Dolmetscher gebraucht hat. Der ist so krass, der Typ. Die haben dann einfach so wirklich so was ganz Einfaches auf Englisch gefragt, so, weißt du, so nach dem Motto, so, wo wohnst du oder so. Und dann Kingston so, kann ich bitte eine Übersetzung haben? Und Zava schreibt mir so die ganze Zeit, ey, der verarscht ihn doch voll, Alter. Der muss doch was verstehen. So. Da meinte ich, nein, hörst du nicht, wie er sagt, 2000 in vor? Das war wirklich richtig witzig. Und aber du warst mit Taklos damals in L.A. Genau, wir waren 2001 in L.A. Gangster-Shit. Da sind wir auch in eine Schießerei gekommen. Das war auch krass. Schießerei. Und die erste Stunde oder so war dann gleich so, irgendwie war da eine Hausdurchsuchung. Das habe ich auch schon eine Million mal erzählt.
Und dann wurde es bei uns da irgendwie ganz hektisch und da mussten wir von der Couch aufstehen und dann kam der Typ mit einer Maschinenpistole und hat den in die Couch geschmissen und meinte, okay, jetzt setzt euch wieder hin und sowas, so ist. Und ich gucke nur Kingsley an und der lacht so, weißt du. Und dann meinte er so, Mann, denk doch mal logisch, wenn jetzt hier irgendwas wäre, denkst du, die würden hier noch alle leben? Und dann meinte ich so, ja, aber, also das heißt doch, gib mir doch keine Sicherheit, so, weißt du, das ist doch heute Quatsch, was du sagst. Nur weil wir es jetzt überlebt haben. Du redest so gerade mit Lebenden, ist doch alles gut. So, und das Witzige, die Schwarzen grüßen sich ja da immer gegenseitig, so, weißt du. Und die haben halt beim Kingsley auch immer so ein bisschen so gegrüßt und Kingsley fand es natürlich auch irgendwie cool, so, weißt du. 2004. 2001, so, ja. Und dann irgendwann mal so, als wir uns da so akklimatisiert haben und dann einfach auch so irgendwie auch alleine dann irgendwie rumgelaufen sind und so, hat dann Kingsley auch angefangen, dann einfach die Leute so ein bisschen so zuzunicken, so, weißt du? Und dann hat Kingsley, kennst du das, wenn er so einen ganz krassen Bart bekommt, so, da hat er so einen ganz krassen Bart, Jogginghose, so 5 Liter Kanister Wasser und eine Packung Kekse, sind wir nach Las Vegas gefahren und wollten da zocken und dann gibt's da so in den Seitenstraßen dann so ganz viel Elend, wahrscheinlich haben die Early ihr Guthaben gut verzockt und dann ist da irgendwie so ein Penner so wach geworden, guckt zu Kingsley an, dann nickt der Kingsley so zu, weißt du, ist auch einer von uns, so, weißt du, dann habe ich ihn die ganze Fahrt so richtig, du denkst, Project Bloat, Mann, du bist ein richtiger Obdachloser und so, die Leute, die nicken dir zu, die Penner von der Straße und so. Das ist auf jeden Fall witzig. Okay, ich hab auch ein Zitat, pass auf. Nachdem sich die Menschen aus Solidarität zweimal pro Woche das Stäbchen in die Nase bohren, um zu wissen, ob sie das Killer-Virus haben, kommen als nächste Installationsstufen wohl jedes Loch dran. Ein Minister wird das ganz besonders freuen. Sagte das Prinz Pi in seinem Rant gegen Jens Spahn, Attila Hildmann auf Twitter oder meine unlustige Tante in ihrer WhatsApp-Statusmeldung. Nicht wahr. Was denn? Deine Tante? Das ist dein Tipp? Ich weiß nicht, ob sowas Prinz Pi sagt. Hat Prinz Pi, was war das gegen Jens Spahn? Hatte der so ein. Er hatte auf jeden Fall einen Rant letzte Woche, wo er sich. Also gegen die Bundesregierung oder so. Ja, bei Prinz Pi platzt langsam der Kragen. Wegen Auftrittsverbot oder weil das Impfdesaster? Weil die Maßnahmen alle so, also weil diese ganzen Korruptionsskandale, dann diese Maskenverkaufsskandale und so und Bereicherungen an dieser Krise und keine schlüssigen Maßnahmen und so. Und das sind ja nachvollziehbare Punkte. Ich glaube, es war deine Tante in der WhatsApp-Gruppe. Ich zieh damit. Was seid ihr denn für Eklige? Das war Attila Hildmann, Alter. Wie meine Tante Attila Hildmann. Hä? So seid ihr drauf. Okay. Mit Mutter gleich, ja? Na gut. Okay. Ob rot oder schwarz, ich nehme die Chucks in kurz, mach den Mund auf und atme ein, ich hab gefurzt. Sagte das Reezy, Shindy, UFO oder Rin? Wow. Ja, das hätte er jetzt nicht gedacht, ne? Einer von diesen Styler-Rappern sowas sagt. Ich hätte jetzt Olli Banjo getippt. Grandmaster Flash. Ich sag Rin. Rin sagst du. Ich sag Reezy. Es war UFO in seinem Halt die Fresse 2011, 12. Okay. Irgendwie so. Ja gut, aber jung. Jugendsünden. Alles längst vergeben. Und eine habe ich noch. Lang war ich lost, so wie Jack Shepard. Ich widme diesen Track einen gottlosen Backpackern. Sagt das Ku Savage, Summer Jam oder MC René? René glaube ich nicht. Ich sag Jam, Summer Jam. Ich sag auch Jam. Ist richtig. Auch in seinem Halt die Fresse. Das ist 50. Halt die Fresse, was es jemals gab erst. Oder so, ist auch so aus dem Dreh ungefähr. Und es geht das ganze Lied darum, dass sein Album jetzt kommt. Und er sagt, er hat so bestimmte 8 Lines, aber jetzt nicht so ein Achter, sondern so 8 Lines, die verteilt über den Track immer wieder kommen. Ich hab's wirklich gemacht und ihr habt nie geglaubt, dass ich ein Album machen werde. Ich hab ein Album gemacht und ihr habt's nie geglaubt. Das ist fertig geworden. Das ist wirklich krass. Also wirklich, ja. So lange wie der am Start war und wie lange der gehustelt hat. Bis Tamam Tamam. Und dann irgendwann mal hier Millionenzeller. Aber an alle da draußen, bleibt am Ball. Genau. Hey, Jack Austin. Hier, 25 Jahre Knast und dann auf einmal raus mit Album. Vom So, ich habe noch ein bisschen was von Kalle Krass, der übrigens auch noch ein Video eingereicht hat. Muss ich sagen, ist nicht ganz mein Style. Kalle, sorry, aber vielen herzlichen Dank für diese wunderbaren Zitate, die du eingereicht hast. Und natürlich möchte ich es euch empfehlen. Hat immerhin auch schon 35.000 Views, dieses Under Us. Also, es wird wirklich so geschrieben wie unter uns. Auf Englisch, Under Us. Zähne am Knirschen, bereit mich ins Elend zu stürzen, Nacken zu schellen, Kehlen zu würgen, jeden zu töten, bis er stirbt. A zu dem SK, Imagewechsel. A zum J im Song Blutrache, featuring Kaiserschnitt. AS36K hat so eine Krawatte, AK außer Kontrolle, lustig gemeint, AZ vor dem Hype. Boah, nochmal kurz schnell durchlaufen, bitte alle
Auswahlmöglichkeiten? ASK, A zum J, AS36K. Wer ist das eigentlich? AK außer Kontrolle. ASEC, meint der ASEC? ASEK aber dann ändern. Ja, A36K, AK außer Kontrolle, AZ. A636 und? Ja, AK außer Kontrolle, AZ. AZ kennst du? Kennst du? Ich kenne nur AZ. Okay. Das ist ja Homie von NAS. Aber AZ kenne ich leider nicht. Finde ich gut. Also ich, Elend zu stürzen, jeden zu würgen, töten, bis zu stürzen. Ist auch ein bisschen randommäßig. Also ich mach's kurz, ja. Es war ASEC. Ist es nicht. Es war ASEC. Ach echt, krass. Man muss ja, weil, warum sollte man den reinnehmen, wenn das nicht war? Ja. Gut, aber jetzt das nächste ist wirklich ein bisschen interessant. Deutschland, meine Heimat, geliebtes Land, hier ist mein Beitrag. Xavier Naidoo, Telegram Exclusive. Denjo, versöhnlich. Benjo reimt sich auf Denjo. Olli Benjo reimt sich auch auf Denjo. Erika Steinbach auf die Frage, was sich auf Steinbach reimt. Mein Beitrag. Beitrag. Das ist wirklich sehr lustig aufgemacht. Ja, ich glaube Olli Benjo. Ich sag ja, Xavier. Nee, es war Olli Benjo. Ja? Ja, tatsächlich. Geil, Mann. Aber auf entspannt, patriotisch. So, versuchen ist der erste Schritt zum Versagen. Alligator, witzig. Homer Simpson, weise. Georg Büchner in Leonce und Lena. Ferris MC, missglückte Welt. Oder Peter Sloterdijk, gute Sprüche, also Philosoph, gute Sprüche, gute Gags. Ich sag Homer Simpson. Kannst du eigentlich mein Skript lesen? Nee, aber das klingt so. Am, weißt du, das am realistischsten. Irgendwie. Ich dachte, Nico, das ist dein Ding. Das ist dein Rätsel. Da müsste es ja auch Homer Simpson sein. Es war Homer. Hätte ich aber auch nicht gewusst. Sag mal, versuchen in der Homer Simpson. Der versuchen ist der erste Schritt zum Versagen. Ach so, stimmt. Ja, okay, stimmt. Wenn man so das erste, könnte schon gut sein. Gut, vielen herzlichen Dank, Kalle. Ich habe noch ein Zitat von Ubongo Ubo. Und zwar lautet das: Vater Staat, keine Liebe, Karl Marx, meine Bibel. Sagte das, Enemy pockt nicht nur Medizinbücher. Swiss und die anderen haben Marx wirklich gelesen. Karate Andy kann ich lesen. Desaster liest auch andere Philosophen. Wow, aber ich gehe mit Enemy. Okay. Ich sag Karate Andy, ich habe gar keine Ahnung. Es war Swiss tatsächlich. Ah. Okay. Ich habe keine Songs mehr, die ich spielen möchte. Ich fand Release Friday echt Schrott leider. Und ist doch okay. Ich will noch ein bisschen was auf die Playlist setzen. Nura on Fleek. Mir hat's gefallen. Und dann einen Jungen, den wir seit Wochen schon unten halten, mit dem wir uns eigentlich auch beschäftigen müssen, weil yes, er wirklich ein bisschen sehr viel Molotow-Cocktails werfen möchte. Und das finde ich ja generell eine gute Sache. Elan 44 mit Gaijin. Ah, stimmt, ja. Ja. Und auch eine wärmste Empfehlung, dass wir den mal hier in diese Sendung einladen, können wir auf jeden Fall gerne auch mal machen. Kannst du Mauli fragen? Nico, Mauli, eine Frage habe ich tatsächlich noch. Liegt auch ein bisschen daran, dass wir hier auch so einen schönen Generationen-Gap haben, also wirklich der Alte und der Junge. Auf welcher Seite treibst du dich so rum am meisten? Ist das so eine Oldschool-Seite, so eine amerikanische Rap-Seite? Ach, du meinst eine Webseite? Eine Webseite. Und auf welcher Website oder welches Medium, welche Website, welche Instagram-Seite? Konsumierst du Musik, meinst du das? Naja, besuchst du am öftesten? Also bei mir ist tatsächlich, wenn eine Mischung zwischen YouTube und meine Foot-Web-App 21, was FIFA PlayStation angeht. Das sind sozusagen meine zwei Seiten, ich am häufigsten Dings. Was macht man auf der... Man kann ja eben so Spieler kaufen und verkaufen. Das funktioniert auf meinem Handy nicht irgendwie, weil mein Handy nicht die aktuellste Version hat. Da funktioniert die App nicht mehr. Und ich muss halt eben dann immer am Computer gucken, was meine Transfers machen. Das ist voll bescheuert, aber ja. Oder YouTube halt. Wie viel Zeit verbringst du an der PlayStation? Viel zu viel. Wirklich? Ja, ist wirklich schlimm. Ich spiele aber nicht online, ich spiele nur gegen Computer, aber es ist trotzdem viel zu viel. Auch Corona geschuldet. So, Mauli, auf welchen Seiten treibst du dich so rum? Ich bin schon viel auf YouTube einfach. Ich ziehe mir so alles Mögliche rein und denke dann, das ist jetzt voll die geile Bereicherung. Auf einmal sind so 4 Stunden weg. Und ich irgendwie so, oh, was? So Stani, ja, so Stani. So krass. Ich kann es dadurch ja noch
gar nicht so verarbeiten, was ich alles gesehen habe. Aber gibt es irgendetwas, was du wirklich gezielt dir reinziehst oder lässt sich so ein bisschen leiten von dem, was du angezeigt hast? Ey, das ist ja das Schlimme. So, ich gucke schon oft gezielt Sachen nach, aber es passiert mir so jedes dritte, vierte Mal, dass ich etwas gezielt nachgucken will, gehe auf YouTube und ehe ich zur Suchleiste oben mit der Maus bin, denke ich schon so, was ist denn da unten schlimm. Schon wieder los? Das ist schlimm. Das ist ja krass. Und dann versucht man sich 10 Minuten später dran zu erinnern, weswegen war ich denn eigentlich bei YouTube? Ja, manchmal mache ich so, wenn ich mich dabei erwische, ich so, okay, mache ich so die Augen zu, so richtig, okay, welche Buchstaben wollte ich gerade, ich wollte doch irgendwas Eier auf so, jeden. Man müsste wirklich sich Stichpunkte machen, damit man die nicht vergisst, das kenne ich auch. Stupid, ja. Aber ich bin viel auf YouTube, ja. Ich schreibe auch viele Kommentare, so, du und so, und du hast damals so. Ey, check die neuesten Produktionen von Common übrigens aus. Das sind ja richtig gute Videos dabei. Hab ich Mühe gegeben? Nein, tolle Sachen wieder, auch zum Klimastreik. Und da so. Wieder einen Cutter für umsonst eingestellt, der es für die Sache macht. Ah, ey, tolle neue junge Leute am Start, auf jeden Fall, die richtig gut cutten können. Und die richtig schöne Sachen machen. Nee, gestern ist hier ja so eine Punkerkneipe dann auch geräumt worden. Stimmt, ich war ja gestern in Kreuzberg. Wie hieß die nochmal? Die Meuterei. Ist die da, wo Meute. Intertank war? Nee, die ist genau da vorne, da wo der Penny, die zweite Einfahrt vom Penny ist, in Reichenbacher Straße. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann auch so eine kleine Rede gehalten, war dann dort und waren nur noch Punker da, so ein paar Punker waren übrig und dann habe ich meine Rede an die Polizei gehalten. Ja, die waren mehr zum Zeitpunkt und dann dachte ich mir so, naja, nehme ich das Publikum, was da ist. Und habe ihnen nochmal einen kleinen Vortrag gehalten, warum sie hier stehen, um für die reichen Leute ihren Kopf hinzuhalten. Was ein bisschen blöd ist, weil dann müssen sie mit ihrem Scheißgehalt nämlich raus nach Brandenburg ziehen, dürfen dann wieder reinkommen, um für die Reichen den Kopf hinzuhalten. Das ist nicht cool, deshalb sollten sie auch gegen den Ausverkauf der Stadt sein. Und deshalb sollten sie auch bei Deutsche Wohnen und Co. enteignen, unterschreiben. Gab es 10 Applaus? Von den Punkern, ja. Und kein Polizist hat die Uniform abgelegt, oder? Nee, kein Polizist hat die Uniform abgelegt, aber ich hatte dann ein Gespräch, wo ich dann auch nochmal angeschrieben habe, wollen Sie unterschreiben? Die meisten wollten natürlich nicht unterschreiben, war so ein bisschen Gruppenzwang. Der erste sagt, nein, ich unterschreibe nicht. Dann sagen alle, sie unterschreiben nicht. Und dann habe ich aber eine Gruppe erwischt und meinen die, naja, sie haben ja schon recht, aber ich kann jetzt hier nicht mit Uniform kann ich nicht unterschreiben und so. Was? Und dann meine ich, es ist ein demokratisches Recht, es ist eine Volksabstimmung. Also ich bitte Sie, das ist ja jetzt keine... Wie lange geht die Abstimmung und wie viele Unterschriften werden gebraucht? Also Unterschriften werden gebraucht, 175.000. Das heißt, wir müssen mehr sammeln. Wir müssen ungefähr 240.000 sammeln, weil auch ganz viele ungültige sind. Oder halt 25% werden irgendwie als ungültig aussortiert werden. Also 175.000. John Wayne war also beim Arbeitsamt. Ja, das nicht, aber sie sind irgendwie dann, haben keinen deutschen Pass oder sind irgendwie unter der Adresse nicht gemeldet und so weiter. Es wird ja richtig, jede einzelne Unterschrift wird geprüft und vom Bezirksamt. Oder tatsächlich am ist Ende? Jetzt gerade ein Zwischenstand ist rausgekommen. Also sind 48.000 Unterschriften sind eingereicht worden bis jetzt und 10.000 sind geprüft worden. Nur, also die Bezirksämter oder die Landeswahlleitung hängt auch so ein bisschen hinterher. Und wie lange, was für ein Zeitraum? Die Abstimmung, das muss innerhalb von 4 Monaten passieren. 26. Februar war der Start. 26. Also ein Monat ist Juni, genau. Okay. 26. Juni ist Ende. Also das heißt, wenn man im Schnitt die 50 hat, dann schafft man seine 200. Genau. Okay. Also wie gesagt, ich habe schon unterschrieben. Sehr gut, freut mich. Kannst du Steiger fragen? Hier meine letzte Frage an euch ist, ihr lernt abends in einer Bar, lernt ihr einen Millionär kennen. Und er sagt euch, wisst ihr was? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ihr seid richtig korrekt drauf. Sucht euch eine scheißteure Sache aus und die kaufe ich euch. Was sagt ihr dem? Ein Haus, damit wir ein soziales Zentrum in dieser Stadt aufbauen können. Ja, ich würde tatsächlich auch, habe auch gedacht, so eigenes Wohnen, vielleicht ein cooles Loft. Du denkst an dich. Ja, nur ich denke nur an mich. Ich denke auch ein bisschen an mich, aber ich denke auch an die anderen. Das sagt sich natürlich leicht aus dem coolen Loft heraus, dass man ein soziales Projekt ankurbeln würde damit. Ja. Stimmt, ich habe ja ein cooles Oder Loft. Vielleicht... Oder, aber das ist schon ein cooles Loft hier, oder? Ja, du wohnst hier auf jeden Fall mega, mega schön. Oder warte, kann ich noch kurz überlegen? Kannst. Weißt du, was auch gut wäre?
Also wir haben ja gesagt, ohne Corona und neue sowas. PlayStation. Nee, das ist zu wenig. Ich würde tatsächlich... einen neuen Spieler für die Videorekorder. Ich würde tatsächlich mir eine Loge in der Allianz Arena für Bayern-Spiele und gleichzeitig im Nou Camp für Barcelona-Spiele. Und für ein Jahr. Für ein Jahr nur? Naja, oder... Der ist ein Millionär, der kann dir okay, alles kaufen. Oder dann für ein Lifetime. Für 10 Jahre mit Dings, dass ich jeden Samstag mit Privatjet hin und her... Das kostet ein Lächeln, kostet das. Ja, das muss ja auf Lebensdauer aussehen. Auf Lebensdauer, okay. Mit eigener Dönerstation drin, so richtig cool. So Dönerstein für meine Kunden. Mit Schafe, so machen wir für ihn mit Schafe. Erklär mir mal bitte dieses, du bist richtiger Bayern-Fan, oder genau, was? Genau, ja, ich bin richtiger Bayern-Fan. Ist es nicht ein bisschen wie CDU wählen, so auf Wahl gucken und ja, wir gewinnen eh? Ja, also es ist so. Schon ein bisschen boring, oder? Ich meine, ich bin Bayern-Fan, seitdem ich irgendwie 6 oder 7 bin, als Kind... ist man halt eben das, was gerade geil ist irgendwie. So, wenn ich mich jetzt für Fußball interessieren würde, wäre ich wahrscheinlich auch eher für so einen Underdog oder so. Aber es ist irgendwie auch bei mir voll bescheuert. Ich bin ganz großer Bayern-Fan, aber ich war immer gegen die Nationalmannschaft. Ich war nie für Deutschland so, obwohl er halt Bayern spielt. So. Keine Ahnung. Wenn ich es mir jetzt aussuchen würde, dann würde ich es wahrscheinlich auch anders machen. Ja, großer Bayern und großer Barcelona-Fan. Bist du Otto Rehagel-Fan auch? Ja, Otto Rehagel-Fan, ja, bei Barcelona, bei Griechenland auf jeden Fall. Ich war jetzt nie Fan, als er bei Bremen war. Das war ja so ein bisschen der Feind zu Ende der 80er oder so, als Rehagel da war, der hat mit Kaiserslautern ist er ja auch Meister geworden, mit Aufstieg und dann direkt vom ersten Spieltag bis letzten Spieltag immer erster Platz. Ist auf jeden Fall krass. Und mit Griechenland Europameister auf jeden Fall auch krass. Ist ja schwieriger, als Weltmeister zu werden. Auf jeden Fall. Europameister zu werden, warum? Weil einfach die europäischen Mannschaften generell ja eher stärker sind als so der Rest der Welt. Und in der Weltmeisterschaft hast du ja auch viel so kleine Länder, die jetzt nicht so. In der Europameisterschaft hast du vielleicht 2 Außenseiter und sonst kann es eigentlich fast jeder werden. Molly, was würdest du dir denn wünschen von so einem Millionär? Ja, stimmt. Man stellt die Frage ja auch immer ein bisschen mit so einem Hintergedanken. Ich glaube, ein Jetpack. Entschuldigen Sie bitte? So ein Jetpack, kennst du das? Das packst du dir auf den Rücken und dann kannst du fliegen. Mega geil. So wie Michael Jackson reinkam bei Man in the Moon oder was? Zu Olympischen Spielen ist, glaube ich, auch einer. Genau, wie der eine Typ da reingeflogen kam bei den Olympischen Spielen. Ja, der wäre ich dann. Bei den nächsten Olympischen Spielen oder so. Geil, ich finde es einfach geil. Ich finde Jetpack mega krass. Stell ich mir voll teuer vor. Ich glaube, das kostet denen wirklich ein Lächeln. Das kostet wirklich ein Lächeln. Weil eigentlich ist es voll bescheuert. Eigentlich könnte man sich so viele sagen. Aber ich glaube eher, ich nehme nochmal zurück. Kann ich nochmal bitte zurücknehmen, sonst kann ich nicht schlagen. Ich will wirklich eine eigene Wohnung haben und dass ich keine Miete mehr zahlen muss. Das ist das Geilste. Ja, klar. Aber das Wohnung ohne Miete. Wäre jetzt auch eine krass langweilige Hausgeld Antwort, auch. Wenn ihr das schon gesagt habt. Das Hausgeld soll er auch bezahlen. Und ist egal, die Geldrücklage. Nein, aber die Geldrücklage und so weiter für die Reparaturen. Ja. Wenn du eine eigene Wohnung hast, musst du die auch reparieren. Also, dass immer Rechnungen so immer an ihn geht. Genau. Kriegen wir das irgendwie hin oder wie ist es bei euch am Ende der Sendung? Das machen wir. Das ist dann am Ende. Tüte man das dann ein? Das machen wir mit diesem Millionär, oder? Voll, wir sind doch Oprah Winfrey. Weil ich wollte nämlich letzte Woche auch sagen, so diese Frage, die ich gestellt habe, was stört euch am Menschen am meisten? Hm. So wollte ich eigentlich auch mal beantworten, aber ich durfte nicht. Keiner. Ach so, ja, machen wir. Erzähl mal. Wie war die Frage? Was stört euch an Menschen? Was stört dich an Menschen am schnellsten und am meisten? Und meine Antwort wäre gewesen, wenn Menschen ein falsches Selbstbild von sich haben, dann regt mich das furchtbar auf, weil ich denke mir so, also weißt du, wenn die sich so selber belügen, wenn die einfach so... Weißt du, was mich krass aufregt? Ist, wenn Leute Sätze anfangen mit, also ich bin so ein Mensch, ich muss immer, oder bei mir ist es so, ich bin so ein Mensch, bei mir ist es so, das macht mich richtig fertig. Könnt ihr dieselbe Richtung laufen, weil dann denkt man sich ja oft so, nee, so ein Mensch bist du gar nicht. Müsstest so du gar nicht hier, so ein Mensch gar nicht wärst sagen. Du sehr gerne, aber das bist du gar nicht. Nee, aber was machst du mit Leuten, die halt einfach eine komplett falsche Selbsteinschätzung haben und du weißt das, du siehst das, und aber du denkst dir, nichts, Bruder, 300 nicht. Boxen ist halt Quatsch. Das ist halt Spaß. Nee, ja, keine Ahnung. Weiß nicht. Aber gut. Das wahrscheinlich, diskutieren wir einfach. Wahrscheinlich, wahrscheinlich keine Intervention. Ich hab so gelernt über die Zeit, Interventionen sind eine ganz dumme Sache, weil man dann ist das sehr selbstgerecht auch von einem selbst. Man denkt dann so, oh, ich habe diese exklusive Meinung, die muss ich jetzt allen kundtun und Achtung, Leute. Haltet inne, aber das ist wahrscheinlich auch Quatsch. Aber wenn Leute dir so Lügengeschichten erzählen, wenn Leute dann so Sportergebnisse fälschen, weißt du, so, aber auch so sinnlos, also da geht es um nichts, da geht es nicht um Bayern und ich habe jetzt 3 Tore erfunden und komme jetzt in die Champions League, sondern so Amateursportbereich, nee, ich bin den Marathon in unter 2 Stunden gelaufen. Und so. Und das sind das. Ich glaube, man muss den Leuten... Aber es hat keiner gesehen, weißt du, so.
Ich glaube, man muss den Leuten sofort bei dem ersten Wort so eine richtig miese Schelle geben und dann gucken die verdutzt und dann gleich sagen, was los, war nicht doll genug und dann nochmal hinterher einer so, dass die so ein bisschen wach werden. Ah, vielleicht hat man es früher so gemacht. In den guten alten Tagen. Die guten alten Tage. Ey, Nico, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Das war auf jeden Fall großartig. Ich würde noch einen Track auf die Playlist setzen, weil ich habe Jalil diese Woche interviewt. Und Losing Control von seinem neu erschienenen Album Reset ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Stück Musik. Klatze! Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.